Wunderschönen guten Tag, liebe Fußballfreunde. Dritte Liga, Top-Thema. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind im Studio. Und natürlich sind wir immer hier, um die dritte Liga zu feiern, um die Wochenenden abzufeiern. Denn diese dritte Liga schreibt ja immer unheimlich viele tolle Geschichten. Aber heute müssen wir auch mal über eine Geschichte sprechen, die uns nicht so sehr erfreut. Und damit auch hallo Alex Klich. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ja, es ist was passiert, das gab es noch nicht in der dritten Liga. Und tatsächlich hat eine Mannschaft, Türkgücü München, den Spielbetrieb eingestellt. Die werden die Saison nicht mehr fertig spielen, das habt ihr alle mitbekommen. Und wir zwei, Strassi und ich, wir versuchen heute mit euch gemeinsam mal verstehen zu lernen, was ist da eigentlich passiert? Warum passiert sowas in unserer geliebten dritten Liga? Und deswegen sprechen wir mit einigen Leuten darüber. So sieht's aus, zum Beispiel mit dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer und heutigen Chef bei der Viktoria aus Köln, Andreas Rettig. Aber wir sprechen natürlich auch mit Protagonisten, die eigentlich direkt beteiligt sind. Genau, auch bei uns heute in der Show René Vollert, Torhüter, der ja jetzt bis vor kurzem bei Türkgücü unter Vertrag stand, jetzt quasi arbeitslos ist. Dann kommt noch Uwe Koschinat ins Spiel, heavy, der Cheftrainer vom 1. FC Saarbrücken. 6 Punkte bekommen die abgezogen, die sie sich einfach fair und wie man es halt macht auf dem Fußballfeld erarbeitet haben. Die sind auf einmal schnurstracks weg. Genau, weil ihr habt das mitbekommen, alle Spiele von Türkgücü München einfach aus der Wertung gefallen sind. Ja, unser Brücken hat 2-mal gewonnen und dementsprechend, wie du sagst, 6 Punkte einfach verpufft. Und dann müssen wir noch mit Manuel Hartmann sprechen. Er ist Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB. Auch da wird es darum gehen, wie konnte das passieren, wie hat es der DFB erlebt. Und dementsprechend haben wir heute eine pickepacke, volle Sendung, wo wir hoffentlich am Ende ein bisschen schlauer rausgehen und vielleicht auch für die Zukunft ein bisschen was lernen können, damit solche Dinge nicht mehr passieren. So sieht's aus, aber natürlich der ein oder andere fragt sich zu Hause, Türkgücü München, man war ja jetzt nicht immer komplett nah dran. Wir wollen für euch mal vielleicht ein wenig so die Geschichte erzählen, dieses Vereins aus den letzten Jahren, damit wir mal gucken, wie war denn der Strang, wie hat es begonnen und wie ist es am Ende geendet. Da haben wir, glaube ich, würde ich mal uns eingeschlossen und mal versucht, die Keypoints herauszubekommen. So sieht's aus. Wir haben unser hier schönes Streamdeck, da spielen wir ganz gerne mal lustige Clips ein. Heute bleibt's aber erstmal ernsthaft. Und zwar ging's los im Januar 2016. Türkgücü München war damals in der Landesliga und dann kam eben dieser Mann ins Spiel. Hasan Kivran ist als Präsident und Investor eingestiegen. Und dann gab es ja im Prinzip den Durchmarsch von 2018 bis 2020 von der Landesliga bis zum Aufstieg in die dritte Liga, trotz Corona-Unterbrechung in die Regionalliga. Und dann waren sie da in Liga 3. Und dann gab es ja schon vor einem guten Jahr den Schock. Dezember 2020, Hasan Kivran hat angekündigt, sich als Investor zurückzuziehen. Und dann die Rolle rückwärts, der Rücktritt vom Rücktritt. Man hatte schon gemerkt, okay, irgendwie sind hier Irrungen und Wirrungen, aber ihr seht selber, er hat sich entschieden, doch zu bleiben. Ja, und dann war es ein Jahr später, Januar 22, Ende Januar, Türkgücü München meldet Insolvenz an und da war eigentlich allen klar, jetzt wird es richtig eng. Und dann der 24. März 2022 auf der Betriebsversammlung von Türkgücü wurde bekannt gegeben, der Spielbetrieb in Liga 3 wird eingestellt. Und so sind wir jetzt an diesem Punkt, in dieser Gemengelage, die uns alle nicht erfreut. Und wir versuchen jetzt, das alles irgendwie ein Stück weit aufzuarbeiten und verständlich zu machen. Denn da ist schon einiges wirklich kompliziert. Wenn ich mir das durchgelesen habe, immer mal wieder, und ich habe es wirklich versucht, also verstanden habe ich nicht alles, aber dafür haben wir ja Leute, mit denen wir sprechen, die uns das hoffentlich ein bisschen verständlicher machen. Und der erste ist ein sehr, sehr schlauer Mensch. So ist es. Willkommen, Andreas Rettig bei uns in der Show. Strassi, du hast es vorhin schon gesagt. Erstmal hallo. Hallo, grüße Sie aus Köln. Perfekt. Strassi, du hast es vorhin schon gesagt, ehemaliger DFL-Geschäftsführer, Fußballfunktionär, jetzt aktuell bei Viktoria Köln der starke Macher. Herr Rettig, Sie haben den Zeitstrahl mit uns eben gesehen. Wann wurde Ihnen denn klar, Türkgücü München, dieses Projekt läuft Gefahr, komplett zu scheitern? Naja, also alle, die jetzt in der Nachbetrachtung sagen, sie haben es immer schon gewusst, da bin ich immer etwas vorsichtig, dann hätten ja auch andere vorher die Stimme mal erheben können. Das, finde ich, gehört dann auch dazu, dass man nicht, wenn man aus dem viel zitierten Rathaus rauskommt, die Stimme erhebt. Sie haben ja auch mal bei uns gesagt, für die, die rechnen können, ist das keine Überraschung, was da passiert bei Türkgücü. Da frage ich mich natürlich, wer konnte denn da nicht rechnen? Dass man die Daten und die Zahlen, die man hat, erstmal auf Plausibilität überprüft, davon gehe ich aus. Herr Hartmann ist ein Profi, da sind alles Experten, das werden die alles prima gemacht haben.
Was für mich unverständlich ist, ist, dass man, wenn man sich, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, auch weil der Hartmann hat die Zahlen ja auch öffentlich genannt. Türkgücü hat mit 3 Millionen Euro den Personalkostenaufwand geplant. Und wenn man das mal in die Realität überträgt des letzten Jahres, es gab nur 2 Clubs, ja, die weniger als 3 Millionen eingesetzt haben. Und wenn man sich natürlich anschaut, welche klangvollen Namen auch bei Türkgücü unter Vertrag sind, die spielen da ganz sicher nicht für Erdnüsse. Und wenn man das sich dann anschaut, dann finde ich, muss man in eine tiefergehende Prüfung einsteigen, nämlich indem die im Verlaufe der Transferperiode bis 31.08. eingereichten Verträge nochmals überprüft werden müssen, ja, in der Frage, und zwar mit einem einzigen Ziel. Nämlich dem Ziel, frühzeitig möglicherweise gegenzusteuern. Das ist, da nehme ich ihn ein bisschen in Schutz. Das ist nicht ganz so einfach. Da ist der Arm des DFBs auch nicht ganz so lang. Aber für mich ist ja das Störgefühl, und das werden die Saarbrücker Freunde ja momentan ja auch an den Tag legen mit ihren -6 Punkten, dass man schon 2 Spiele absolviert hat in der Frage, während andere nur 1 Spiel absolviert haben. Und natürlich damit auch ja, in dem Falle doppelt betroffen sind. Aber und da muss ich mal ganz kurz einhaken. Oder ja, lassen Sie mich mal ganz kurz einhaken, Herr Rettig. Denn dann verstehe ich das schon richtig. Im März sagt man dem DFB, mit dem und dem planen wir. Dann ist ja erst eigentlich das ganze Transfergeschehen. Dann passiert eigentlich erst das, was auch Geld kostet. Und das wird gar nicht mehr überprüft. Das heißt, ein Verein kann da was vorgeben. Das stimmt am Ende des Tages überhaupt nicht, weil sie sich, wie Sie sagen, vielleicht Spieler leisten, die sie sich gar nicht erlauben dürften. Und dann rauschen die da in den Abgrund. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Deswegen ist da eben halt eine besondere Sorgfaltspflicht auch des DFBs gefordert. Und hier erwarte ich auch zukünftig, dass wir die Lehren daraus ziehen, indem wir nämlich hier tatsächlich dieses ganze Thema der Überprüfung und möglicherweise das Aussprechen von Auflagen auch unterjährig, nämlich nach einer Transferperiode, durchführen. Das heißt, dass man sich am Ende der Transferperiode anschaut, wo steht der Club denn jetzt tatsächlich am 31.08.? Sind denn diese angegebenen Planzahlen mit der Realität in Einklang zu bringen? Oder gab es Ausreißer? Es ist ja auch kein Problem. Sie können ja auch deutlich den Etat überziehen, wenn Sie eine Gegenfinanzierung haben. Es ist überhaupt kein Problem, wenn Sie sagen, ich erhöhe den Etat durch Personalausgaben um 2 Millionen, wie jetzt geschehen wohl, die Zahlen, und Sie haben eine Gegenfinanzierung über 2 Millionen, dann sagt da keiner was dagegen. Ja, das ist das normale Prinzip, zu sagen, zusätzliche Aufwendungen müssen durch zusätzliche Erlöse kompensiert werden, damit es natürlich dann auch in der Waage steht und die Liquidität ausreicht. Und da kommen wir ja schon zu dem Kern des Problems, so wie ich das verstanden habe, in meinem begrenzten Horizont. Dass Hasan Kivran eben diese Summen immer ausgeglichen hat, dieses drastische Überziehen des Etats. Und der hat jetzt irgendwann gesagt, er möchte das nicht mehr. Und dann bricht da alles zusammen, trotz 50 plus 1, trotz Lizenzierungsverfahren. Das wird da alles mit so einer leichten Maßnahme ausgehebelt. Ja, das ist genau der Punkt, der nicht sein kann. Ich habe ja nun selber bei der DFL auch Erfahrung gemacht mit ja, Einzelpersonen, die auch sicherlich mehr auf dem Konto hatten, zumindest als ich. Als Sie weiß ich jetzt nicht, Sie beide, aber wenn ich an den Fall Kühne denke beim HSV, wo dann auch dann der Vertreter des HSV in der Lizenzierungsbesprechung uns sagt, ja, aber Herr Kühne steht dafür gerade. Und da sage ich ja, ich kenne den Kontostand von Herrn Kühne nicht und ob er in der Lage ist, diese Dinge umzusetzen, darauf lässt sich auch ein Verband nicht ein, Einzelpersonen. Das heißt, es werden nur Bankbürgschaften auch als werthaltig akzeptiert. Also hier kann nicht der Straßburger sagen, ich stehe da mal für 2 Millionen gerade. So einfach geht es nicht. Das heißt, ja, das ist der Punkt, der schon mal klar ist. Da wird eine deutlich höhere Latte angelegt. Und was mich aber insgesamt in der ganzen Causa Türkgücü wirklich stört, ist auch das gesamte Vorgehen auch der Verantwortlichen. Ich sage jetzt mal, auch wenn es nur eine Petitesse erscheint, ja, aber denken Sie mal an den Trainerwechsel. Ja, wir haben ja nun einige gehabt. Und wenn dann der Geschäftsführer öffentlich erklären darf, ungestraft,
er läuft quasi auf die außerhalb der 15-Tage-Frist, nachdem er einen Trainer ja entlassen hat, muss er ja einen lizenzierten nach. Und er kann ungestraft erklären, dass er da eine Strafe auch gerne in Kauf nimmt. Sie warten auf den richtigen. Und hier keine klaren, drakonischen Strafen ausgesprochen werden, bis heute nicht, meines Wissens, ja, ist das noch nicht sanktioniert worden, dann sind das alles Themen, die ich finde, die die Integrität des Wettbewerbs stören. Und ich komme wieder zurück zu den wirtschaftlichen Themen. Ich würde mir wünschen, auch gerade was die Zukunft angeht, der DFB hat was Gutes gemacht, auch das gehört zur Wahrheit, nämlich die Lizenzierungsauflagen verschärft, ja, in mehreren Bereichen. Das wird jetzt zu betriebswirtschaftlich in der Frage, aber Stichwort Verbesserung des Eigenkapitals auf der einen Seite. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und da ist auch meine Forderung ganz klar. Ich würde noch weitergehen und sagen, wer kein positives Eigenkapital zum 31.12. nachweisen kann oder vorweisen kann, zu Beginn für die nächste Spielzeit, der muss mit einem Punktabzug rechnen. Ja? Das heißt, wir müssen endlich diese Hasardeur-Mentalität in den Griff bekommen. Da würde ich wirklich sehr weit gehen in der Frage. Und ich sehe bei uns, ja, welche konkreten Nachteile wir haben. Wir haben jetzt, einen Tag nachdem die Entscheidung Türkgücü öffentlich wurde, haben wir alle unsere Partner, Sponsoren, Dauerkarteninhaber angeschrieben und ihnen gesagt, dass wir ihnen den Ausgleich für ein entgangenes Heimspiel, ich meine, die Leute kaufen 19 Heimspiele und wir liefern nur 18. Ja? Auch das ist ja nicht in Ordnung. Nein. Und wir haben dann gesagt, wir haben auch da Kompensationen ausgelobt. Das ist ja ein Rattenschwanz. Denken Sie an das ganze Thema der Spielsperren, da bin ich mal gespannt, wie das gelöst werden wird. Einige Vereine haben zweimal schon gespielt, ja, und hatten zweimal die Möglichkeit, persönliche Strafen einzukassieren, die sie dann mittragen. Andere nur einmal. Ist das fair? Nein, das kann nicht fair sein, Herr Rettich. Man merkt ja auch diesen Rattenschwanz und wir haben uns das ja auch vorher gefragt. Wir können jetzt natürlich immer alle schlau reden danach, aber was wir uns gedacht haben ist, warum kann man nicht vorher irgendwie als Sie als Verantwortlicher bei Viktoria Köln oder auch insgesamt sich turnusmäßig absprechen, sagen, wir nehmen da etwas wahr, was vielleicht für eine Problematik sorgen kann in Liga 3. Gibt es sowas, so ein Treffen der Geschäftsführer der dritten Liga, die dann auf den DFB zugehen? Weil wir merken ja jetzt langsam, das hat man alles schon irgendwie riechen können. Und jetzt haben wir den Salat. Naja, also wir sind ja nun auch alle keine Engelchen und sind im Wettbewerb miteinander. Ja? Soll jetzt der Rettich aus Köln hingehen und mit dem Finger auf Türkgücü zeigen? Ja? Das ist nicht meine Aufgabe oder unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe des DFBs. Ich muss darauf vertrauen, dass die Integrität des Wettbewerbs durch die spielleitende Stelle gewährleistet ist. Ja? Und da muss ich ganz einfach sagen, wäre es für die Zukunft, ich will jetzt schon auch mal einen kleinen Blick nach vorne werfen, wäre es ja wichtig, dass wir einen Fall Türkgücü dahingehend verhindern können, indem wir zumindest die Prüfungen und die Umsetzbarkeit, nämlich der, was ja zunächst geschehen ist, das wird der Hartmann sicherlich erklären können, das Liquiditätsloch, was ja da war, von nicht unerheblicher Größe, ist ja schon mit 2 Punkten Abzug sanktioniert worden. Das nutzt uns aber nichts, wenn das im Februar sanktioniert wird. Dann ist die Rückrunde schon im Gange, dann hat man vielleicht nochmal Unsinn gemacht in der Transferperiode 2 im Winter. Mhm. Deswegen ist meine klare Forderung, wir müssen dieses ganze Thema der Sanktionen und Überprüfung vorziehen. Dass im besten Falle oder schlimmsten Falle, muss man ja sagen, ein Verein im Winter oder in der Halbserie aus dem Verkehr gezogen werden kann. Dann haben wir zumindest eines erreicht, dass was die Fairness angeht, jeder nur einmal gegen den Club gespielt hat in der Frage. Ja, und dann könnten wir am Ende zumindest, wenn grobe Fehler da sind in der Frage, zeitnäher reagieren. Das wäre zumindest mal eine konkrete Forderung meinerseits. Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, wir hatten ja in den letzten 2 Jahren unglücklicherweise 3 Insolvenzen mit Uerdingen, mit Kaiserslautern, jetzt mit Türkgücü München. Das heißt für mich aber auch, Sie haben jetzt keinen Vorschlag dafür überhaupt, dass solche Insolvenzgeschichten jetzt endlich mal Geschichte werden. Das ramponiert ja das Image der dritten Liga enorm. Sie können nur darauf hinweisen und sagen, Sie würden das zumindest gerne früher erfahren, damit man jetzt nicht hier so sich wiederfindet. Ja.
Nicht nur früher erfahren, sondern der DFB muss früher einschreiten können. Das muss durch die Statuten gedeckt werden. Und ich sage nochmals, ich habe ja auch den zweiten konkreten Vorschlag, war ja das Thema positives Eigenkapital. Und wenn Sie das nachweisen, ja, dann ist es, dann schlafen wir alle ruhiger. Ja? Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann muss ich sehen, von der, was die letzte Saison angeht, also Ende 2021, dann gab es nur 6 Clubs, die ein positives Ergebnis nachgewiesen haben. Wir müssen ein anderes Bewusstsein entwickeln bei den Clubs, bei den Verantwortlichen. Hier darf nicht diese Hasardeur-Mentalität am Ende noch belohnt werden, indem durch Aufstieg, der sich erkauft wird auf Pump. Ja, wir haben es in der Bundesliga, kennen wir nur ein paar Beispiele, aus Hamburg, ne, aus Schalke, aus weiß der Kuckuck woher. Der SFC Kaiserslautern, muss man auch kritisch anmerken, finde ich, hat jetzt am allerwenigsten Grund, die Stimme zu erheben. In der Frage, bei dem 20 Millionen, die da vor sich hergeschoben worden sind und wo nur durch einen riesigen Gläubigerverzicht der Kopf über Wasser gehalten wurde. Und KfC Uerdingen haben wir eben schon gesprochen. Ich denke, hier muss klarer, konsequenter und schärfer vom DFB und vor allen Dingen zeitnäher reagiert werden. Aber ich sage das ja auch, wir haben das jetzt auch rausgehört, der DFB als derjenige, der die Liga halt unter sich führt, der muss da auch im Prinzip vorangehen. Aber ich frage mich, wir haben ja alle ein Interesse, dass die dritte Liga so gut läuft, wie sie laufen kann mit ihren ganzen Traditionsvereinen, mit dem Emotionalen, was da alles abgeht. Inwiefern kann man das denn ja gemeinschaftlich professionalisieren für die Zukunft, dass man wirklich sagt, so, da ist der DFB, da sind die Vereine, das sind die Vorschläge, das sind die Möglichkeiten, weil ich habe das Gefühl, jetzt hat jeder eine Idee, jetzt hat jeder eine Kritik, jetzt zeigt jeder nochmal dahin, der DFB ist natürlich völlig im Fokus, wie kann man denn eventuell da freundschaftlich, wenn ich mal so ein bisschen romantisch sein kann, sich da zusammentreffen, um das Ganze für die Zukunft aufzubereiten? Ja, wir müssen nicht auf den DFB mit dem Finger zeigen. Wir müssen bei uns selber anfangen. Ja, und ich bin immer ein Verfechter gewesen, der dafür eingetreten ist, dass es keinen Ersatz für wirtschaftliche Vernunft gibt. Und solange wir noch durch ein Rattenrennen, ja, das ist es, nichts anderes ist es ja, hier auch noch Vereine, die eine hohe Risikobereitschaft an den Tag legen, noch belohnen durch Aufstieg und damit ein Erreichen der Fleischtöpfe von vielen Millionen in der zweiten Liga noch belohnen, solange wird sich nichts ändern. Das heißt, wir müssen überlegen, jetzt komme ich mal aus der ganz großen Vogelperspektive, wir müssen überlegen, ob wir andere Anreize schaffen und setzen. Und so ist es klar, dass jeder den Jackpot kriegen will. Je höher die Aussicht auf den Jackpot, desto höher sind die Einsätze. Ja, und dann fällt einer vor die Wand, ganz einfach. Eine wichtige Sache ist natürlich auch noch die Thematik Investoren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ohne Investor ist es schwierig, auch in der dritten Liga zu wirtschaften. Deswegen kann man jetzt auch nicht per se sagen, Investoren haben nichts verloren in der dritten Liga. Wie ist denn Ihr Blick auf die Investorenmentalität in Liga 3? Jetzt Hasan Kivran ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel, der sich von heute auf morgen verabschiedet hat. Wie könnte man das denn besser führen? Vielleicht können Sie uns auch nochmal mit reinnehmen in diesen Gedanken 50+1. Der wird ja auch immer wieder diskutiert. Das mal in den Zusammenhang setzen. Ja, es gibt ja, Herr Kivran hat ja prominente Vorbilder mit Herrn Ismaik aus der gleichen Stadt, ja, und auch mit Herrn Ponomarev. Also das ist ja jetzt alles nichts Neues. Und ich sage das nochmals, ich habe auch grundsätzlich überhaupt kein Problem mit Investoren. Im Gegenteil, ja, jeder Investor ist herzlich willkommen, sollen alle die Kohle hier nach Deutschland bringen, alle in die erste, zweite, am besten in die dritte Liga. Alles gut und alles richtig. Wir brauchen das Geld. Aber die Mittelverwendung muss auch geordnet und geregelt werden. Und deswegen habe ich ja eben das Beispiel genannt, Stichwort Invest in Infrastruktur, Invest in Nachwuchsförderung. Das sind bleibende Werte in der Frage. Und das ist seriöses Management und Arbeit, wenn man in diese Dinge, die auch die eigene Vertragslaufzeit überdauern, investiert und nicht versucht, kurzfristig zu glänzen. Und zu 50+1. Ich bin wirklich sehr froh, dass die Regel allen Unkenrufen zum Trotz gehalten hat, dass das Bundeskartellamt hier eine klare Empfehlung abgegeben hat in der Frage, was auch die Rechtssicherheit angeht. Ich will das nur noch mal verdeutlichen. Wir müssen schon unterscheiden oder die Grundsatzfrage uns stellen,
Welche Motivation hat denn ein Investor bei A oder B oder C sich zu engagieren? Ja? Hat er einen altruistischen Ansatz und weil er eine emotionale Bindung hat wie Herr Hopp, ja, der zunächst mal investiert, der kommt daher, hat eine Verbundenheit, ist da geboren, hat da gespielt und. Ist da jemand, der will Tabletten oder Autos oder Brause verkaufen? Ja? Ist das die Motivation in der Frage? Oder will jemand Geld verdienen, den Return on Invest, Cash, monetäre Beweggründe? Oder, was ja in den letzten Jahren vermehrt der Fall ist, das Thema Sportswashing, ja? Nämlich sportpolitisch sich Ruhm und Ehre zu erkaufen. Ja, dann muss man vorher sich genau anschauen, mit wem man sich ins Bett legt, Augen auf bei der Investorenwahl. Sensationell. Also auch die Formulierungen fantastisch. Was mir hängen geblieben ist, und ich frage es deswegen einfach nochmal nach, weil ich es nicht glauben kann, ist ja diese Bankbürgschaft von den Investoren, die dann einfach gebraucht wird. Sondern man muss hinterlegen, man hätte theoretisch das Geld. Warum sagt man nicht, so für den Fall X, nämlich dass auf einmal gesagt wird, und man hätte ja lernen können, zum Beispiel aus Ponomarev, man hat jetzt keine Lust mehr, greifen wir dann in diesen Topf, wo vorher ja schon 2-3 Millionen eingezahlt wurden. Das heißt, hier geht es nicht um Papier, sondern es geht um wirkliches Geld. Dann ist ja zumindest in dem Fall wäre die Saison gerettet, weil Hasan Kifran das Geld schon vorher hätte bezahlen müssen. Genau, aber ich denke, das Problem ist, Herr Hartmann wird Ihnen daraufhin sagen, es war nicht der Nachweis zu erbringen von Herrn Kifran, die 2 Millionen vorab, weil Sie immer bis zuletzt behauptet haben, wir erfüllen die 3 Millionen Etat. Sie haben ja quasi was Unrechtes in An- und Abführung getan, indem Sie nämlich den Etat und die Personalkosten um 2 Millionen erhöht haben, hatten aber keine Gegenfinanzierung. Und da setze ich ja jetzt meine Kritik an, dass man da zeitnäher, weil die Verträge liegen ja alle beim DFB, ja, in der Frage. Aber da haben wir noch ein stumpfes Schwert. Normalerweise, auch das ist ein konkreter Vorschlag, müsste ab 1.9. nochmals Kassensturz gemacht werden. Ja, dann ist die Transferperiode vorbei. Dann müsste man sagen, pass mal auf, wie sieht es denn jetzt nochmal konkret aus, um dann unterjährig nochmal Auflagen erteilen zu können, zu sagen, ihr habt jetzt Zeit bis dann und dann, 4 Wochen, um die Lücke zu schließen. Punktabzug, wenn nicht. Und dann nochmal bis zum Ende der Hinserie Nachbesserungsmöglichkeiten zu geben, ansonsten Stecker ziehen. Dann haben wir zumindest das Thema der Rückrunde und des verfälschten Wettbewerbs außen vor. Wobei man das ja auch einfach lösen könnte, da wollen wir nachher mit Manuel Hartmann noch drüber sprechen. Mir ist es schleierhaft, warum man nicht einfach die Hinrunde wertet. Das ist ja total fair. Jede Mannschaft hat einmal gegen Türkgücü München gespielt, unter ganz normalen Bedingungen. Eigentlich könnte man da die Statuten ändern und sagen, pass auf, die Hinrunde zählt und die Rückrunde streichen wir raus. Dann wären wir deutlich fairer unterwegs, als es wie jetzt der Fall ist. Ja, ich folge Ihnen. Das ist in der Tat, der erste Reflex ist auch der richtige, den Sie da an den Tag legen. Aber da muss man Herrn Hartmann schon in Schutz nehmen und alle Verantwortlichen. Sie können nicht im Handstreich mal eben Satzungen ändern, ja, die vor der Saison gelten. Im laufenden Prozess können Sie diese Dinge nicht machen. Das heißt, wenn zu Beginn einer Saison die Spielregeln, die verabredet sind, ja, gelten, und dann können Sie nicht während der laufenden Saison die Spielregeln ändern. Nein, da muss ich Sie kurz unterbrechen, verzeihen Sie, weil das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Wir haben das eben besprochen, wir hatten Uerdingen, wir hatten Kaiserslautern. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hups, jetzt Türkgücü München, das hat sich ja die letzten Jahre nicht angebahnt. Mir ging es nicht darum, während der Saison etwas zu verändern, sondern wie Sie es auch schon vorhin gesagt haben, man muss jetzt Schlüsse endlich ziehen, man muss jetzt anfangen, Dinge zu verändern, damit, falls der Fall nochmal kommen sollte, wir nicht wieder am selben Punkt stehen und sagen, ja gut, jetzt läuft ja die Saison, jetzt können wir nichts mehr ändern. Ja, da folge ich Ihnen. Das ist in der Tat die Konsequenz. Deswegen habe ich da ja hoffentlich auch zielführende Vorschläge gemacht in der Frage. Aber jetzt im laufenden Wettbewerb, Sie müssen ja immer dann auch die Kehrseite sehen. Denn wenn Sie jetzt Veränderungen, und mögen Sie auf den ersten Blick noch so gerecht erscheinen, hat das ja wieder Anspruchsgründe negativ Betroffener. Ja? Andere, die dann sagen, ja Moment mal, also wieso, ich sag mal, wir sind ja selber auch negativ betroffen. Wir haben im Vergleich zu Viktoria Berlin und Ferl, ja, wenn ich mal das als die beiden, der eine kurz unterm Strich, der andere kurz überm Strich stehen, verlieren wir auch 1 bzw. 2 Punkte, was den Klassenerhalt angeht. Auch das ist für uns ein Nachteil in der Frage. Und so wird es am Ende andere gehen, die sagen, ja Moment mal, aber wenn wir jetzt noch bis zum Ende der Saison die Spielwertung für uns bekommen hätten, hätten wir ja auch noch ausgleichen können.
Und auf Saarbrücken beispielsweise, ich habe jetzt das Aufstiegstableau nicht ganz im Kopf, aber Braunschweig spielt, glaube ich, auch noch, hätte noch gegen Türkgücü gespielt, hätte ja auch noch auf 6 Punkte vielleicht kommen können in der Gesamtheit. Also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und in einer laufenden Saison keine Chance, etwas zu ändern. Wir sind ein Stückchen schlauer. Alles das, was wir uns gewünscht haben, ist umgesetzt worden. Herzlichen Dank, Herr Rettig. Liebe Grüße an Herrn Hartmann, den ich ansonsten sehr schätze. Das ist auf jeden Fall durchgekommen heute und darum geht es uns auch, dass wir ja heute niemanden in die Pfanne hauen wollen. Nein. Es geht darum, einen Diskurs zu führen, um für die Zukunft die Weichen zu stellen und Sie haben einen tollen Beitrag geleistet, Herr Rettig. Vielen Dank fürs Dasein, Grüße nach Köln und bis bald. Alles Gute. Wahnsinn. Boah. Da war einiges drin, muss ich sagen, bei diesem Talk, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Das war jetzt quasi mal eine Brille eines Funktionärs, eines Menschen, der sich schon sehr, sehr viele Jahre in diesem ganzen Fußballzirkus bewegt. Aber wir wollen heute noch ganz andere Brillen aufsetzen, bevor du deinen Kaffee weiter trinkst. Das ist kein Kaffee, das ist stilles Wasser. Aber langsam möchte ich auch zu einem anderen Getränk greifen. Aber man muss ja mal sehen, wir haben es ja gerade gesagt, wie viele Komplikationen dahinter stecken, ne? Wie verklausuliert das ist. Und wir können ja auch auf Paragraphen gucken, das haben wir auch im Vorhinein gemacht. Paragraph 55 der Spielordnung und so weiter und so fort. Das alles auseinander zu klamüsern, da habe ich ja vorhin schon mal versucht, den Ansatz zu finden. Meinetwegen ist das auch ein romantischer Ansatz, aber dass man sich einmal sagt, so, jetzt gehen wir mal 8 Stunden in den Raum, nach Frankfurt oder wo auch immer, und jetzt gucken wir mal, was sind die Interessen, was sind die Möglichkeiten, was sind denn da für Spielordnungen, wenn man dann hört, die Satzung kann man aber nicht während einer Saison. Das ist ja auch plausibel, aber warum eigentlich nicht? Ne? Ja. Warum kann man da nicht mal flexibler sein oder sowas? Vielleicht sind das alles Ansätze, die jetzt nur aus einem Fußballfan raussprechen, wo die Leute jetzt zu Hause sagen, meine Güte, ist der doof. Aber Herrgott, das kann man doch alles mal diskutieren. Definitiv. Und hier ein Stück weiterzukommen, vielleicht durch Aussagen wie jetzt von Andreas Rettig, später noch Manuel Hartmann, das hat schon was. Absolut. Und wir haben es eben kurz angeteasert. Verschiedene Brillen wollen wir uns heute aufsetzen. Jetzt wird es mal ein bisschen persönlicher. Und zwar, wir wollen mit einem Betroffenen sprechen, mit René Vollert. Der ist jetzt uns zugeschaltet. Eigentlich Torhüter bei Türkgücü München. Schon über 200 Spiele als Torhüter auch gemacht in Liga 3. Herzlich willkommen, René Vollert. Hi zusammen. Ja, hör mal, für dich war es natürlich im ganz Besonderen eine unglückliche Situation. Du hast das schon mit dem KFC Uerdingen erlebt, jetzt Türkgücü München. Ich würde einfach mal gerne anfangen, um zu fragen, wie die letzten Tage für dich waren und ob du schon dabei bist, das Ganze zu verarbeiten. Ja, also die Verarbeitung hat schon in dem Punkt eingesetzt, als wir mitbekommen haben, dass der Verein das Insolvenzverfahren eröffnen wird, beziehungsweise einen Antrag auf Insolvenz gestellt hat. Und da war jedem von uns eigentlich schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es ziemlich bald zu Ende ist. Und deswegen waren die letzten 6 bis 8 Wochen schon sehr hart. Aber ja gut, was mich persönlich angeht, ich gucke da immer nach vorne und bin ja leider Gottes so ein bisschen erfahren, was das Insolvenzthema auch angeht. Und allerdings hat es mich auch noch nie so erwischt, dass mitten in der Saison der Spielbetrieb eingestellt wird. Ja, René, ich habe deine Karriere auch schon ein bisschen länger verfolgt. Wir hatten ja auch hier und da mal Kontakt. Wenn man sich deine Vita anschaut, dann würde man sagen, der Junge ist ja ein absoluter Grenzgänger. Ne? Wie kann man nach dem Uerdingen-Desaster, wo du ja auch als Torwart eingestellt warst, nach dieser Insolvenzgeschichte, nach diesem Drama, wie kann man da zu Türkgücü München gehen, was ja natürlich ein ambitioniertes Projekt ist, aber auch von einem Investor stark abhängig ist. Warum hast du dich damals trotzdem dafür entschieden, zu Türkgücü München zu gehen? Es war damals so, dass ich habe diese Insolvenz in Uerdingen quasi teils mitbekommen. Ne? Also die ersten Sachen gingen ja schon vor der Saison 2021 los. Da bin ich ja schon zu Türkgücü gewechselt. Das war im Jahr der Corona-Pause. Und um ganz ehrlich zu sein, war es dann so, dass einige Vereine nicht wirklich planen konnten und ich wollte dann auch irgendwann relativ schnell Klarheit haben und Türkgücü hat sich schon im März gemeldet im 2020 und ja, ich war natürlich schon ein bisschen vorgewarnt, was diese einseitige Investorengeschichte angeht. Nichtsdestotrotz fand ich den Gedanken interessant, nochmal irgendwo anzupacken, weil ich ja gesehen habe, wie es in Uerdingen eben nicht geht, dass man jetzt am Ende des Tages wieder
oder an einem noch schlimmeren Punkt gelandet sind oder ich an einem noch schlimmeren Punkt gelandet bin, das war mir im Vorhinein dann natürlich nicht klar. Aber du bist ja auch ein schlauer Kerl und hast ja auch eine Wahrnehmungsgabe. Jetzt unabhängig von den letzten 6 bis 8 Wochen, wann kam so vielleicht das erste Mal im Schlaf nachts so ein kleiner Albtraum im Sinne von, ich habe das Gefühl, das könnte hier wieder in so eine Richtung gehen, weil man nimmt Strömungen ja in so einem Verein, wo alles dicht beieinander ist, die nimmt man ja schon wahr. Ja, absolut. Also der erste Knackpunkt war natürlich letztes Jahr im Winter zur selben Zeit, als die Gerüchte aufkamen, dass Hasan Kivran aussteigen möchte und dass er nicht mehr weiterzahlt. Ich erinnere mich, damals waren wir ja Tabellenplatz 4, glaube ich, als Aufsteiger. Waren voll im Rennen mit drin und ja, haben das Spiel gegen Dresden damals so angegangen. Ja, vielleicht ist es unser letztes Spiel, wir wissen es nicht. Damals gab es ja dann nochmal einen Rückzieher. Und ab diesem Moment, sage ich mal, ist man dann schon vorsichtig. Wobei ich im Gegensatz zu Uerdingen hier sagen muss, dass Türkgücü München immer seinen Verpflichtungen, zumindest den Spielergehältern oder den Spielern gegenüber, immer nachgekommen ist, eben bis zum Januar. Und auch wir Spieler, es wurde ja ein neuer Trainer verpflichtet im Winter, sogar ein neuer Torwarttrainer verpflichtet im Winter. Es sollten eventuell sogar noch Spieler dazukommen. Wir waren in einem teuren Trainingslager, also um wirklich ehrlich zu sein, damit gerechnet hat Anfang Januar keiner von uns. Und es ist ja auch übrigens überragend, dass du dich heute zur Verfügung stellst. Natürlich hatten wir auch im Vorfeld Kontakt mit zum Beispiel Max Kotny, dem Geschäftsführer, der kann und möchte sich aktuell nicht äußern. Deswegen manchmal wollen wir mit dir auch vielleicht ein bisschen jetzt zu viel den Horizont erweitern, aber vielleicht kannst du uns trotzdem einen kurzen Einblick geben. Wie hast du es denn eigentlich jetzt dann erlebt in deiner Zeit? Ich meine, es war ja sehr ambitioniert mit Hasan Kivran. Hattest du teilweise auch das Gefühl, das ist einfach zu viel, wie sagt das Andreas Rettig vorhin bei uns im Interview, zu viel nur auf den Spieleretat, nur in die Spielerbeine investiert und der Rest kam nicht mit. Das muss doch auch stutzig machen, oder? Das war das Problem, was ich in Uerdingen eben ja, gelernt hatte, sage ich mal. Da wurde nur in Beine investiert. Teilweise mussten wir Spieler damals das Tape aus der Mannschaftskasse zahlen und die Physios vielleicht noch ein bisschen Trinkgeld zustecken, dass sie über die Runden kommen. Das war bei Türkgücü jetzt nicht so. Hier wurden medizinische Geräte angeschafft. Wir hatten eine Stoßwelle zum Beispiel. Wir hatten 2 Kältekammern, also nicht Kammern, sondern 2 Kühlbecken, jeweils für, ich weiß nicht, 15.000 Euro. Also es wurde schon versucht, so drumherum was zu bewegen. Auch als ich kam, war ein Physio im Verein. Danach waren es dann 3. Also das war ja eben der große Unterschied. Und ich hatte mich ja mal geäußert in einem Interview letztes Jahr im Spiel gegen Uerdingen, dass es bei Türkgücü anders läuft. Und es hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass man versucht hat, ein Trainingsgelände bereitzustellen oder sich da zu entwickeln, auch abseits des Platzes. Nur wenn man dann die neue Saison sieht, war es dann schon so, dass man am Ende das Gefühl haben konnte, man wollte den Aufstieg unbedingt erzwingen. Und dann hat man gesehen, oh, das ist ja doch nicht so leicht. Wir haben ja, als wir das so gelesen haben, dann sieht man öfter mal fehlende Kommunikation. Dann gibt es Informationen aus dem Mannschaftsumfeld, dass keiner mit einem redet. Vielleicht kannst du ja aufklären, es ist ja vielleicht manchmal wie in so einer Beziehung. Irgendwann merkt man dann, wenn die Kommunikation aufhört, okay, hier könnte was zu Ende gehen. Gab es dann auch irgendwie den Punkt, dass keiner mehr vor euch gestanden hat, dass kein Hasan Kivran, kein Max Kotny, dass ihr einfach niemals jemanden hattet, mit dem ihr kommunizieren konntet und dann wusstet, okay, jetzt wird es dunkel? Also jetzt wird es dunkel, wussten wir wirklich erst, als es die Presse auch wusste. Das muss man auch ganz ehrlich also so euch sagen. Also keiner das mitgeteilt, ihr habt das aus der Presse erfahren? Ja, wir haben das, also die ersten Anzeichen waren ja, ich glaube, die Blaue 24 ist ja immer relativ gut informiert. Und da gab es ja schon diese ersten Theorien, ja, Türkgücü pleite, Türkgücü vor Insolvenz. Und bevor wir irgendeine Information hatten, haben wir diese Gerüchte aus der Presse wahrgenommen. Ja, das ist so. Und das war übrigens auch so letztes Jahr bei der Geschichte, als Hasan Kivran oder gedroht hat, sich zurückzuziehen. Das war damals im Prinzip genau dieselbe Geschichte. Von dem her, ich sage es jetzt relativ persönlich, ich bin jetzt 5 Jahre diese Vereinsstrukturen gewohnt und auch in Uerdingen war Kommunikation nicht wirklich groß geschrieben. Eher noch so, dass das nicht nur nicht geredet wurde, sondern wenn geredet wurde, dass eben gelogen wurde. Und bei Türkgücü war es halt jetzt eben in letzter Zeit so, dass wir viele Sachen dann aus der Presse auch erfahren haben.
Wahnsinn. Und nochmal ganz kurz den großen, ganzen Blick. Du hast das jetzt zweimal erlebt. Was würdest du als Spieler, als Torwart sagen dieser dritten Liga? Was darf einfach in dieser Liga nicht passieren? Ist es diese Abhängigkeit von einem Menschen oder was würdest du retrospektiv sagen? Was darf in einem Verein nicht passieren, damit eben das, was jetzt wir alle erleben, vermieden werden kann? Also ich habe leider keine Einblicke. Ich kenne mich zwar mittlerweile ziemlich gut im Insolvenzrecht aus, aber was das Lizenzierungsverfahren angeht, weiß ich nicht, inwieweit das strukturiert ist. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein natürlich mich auch damit befassen muss, ja, eventuell eine Klage einzureichen, um an meine Gehälter zu kommen, beziehungsweise eventuell noch irgendwas, was mir zusteht, zu bekommen, genauso wie alle anderen Vereine auch, dann kommt man irgendwann auf die Strukturierung der Verträge, der Gesellschafterverträge. Und wenn das nicht sicher ist, dass der Geldgeber quasi irgendwie privat verpflichtet ist, diese Summen, die er vorher zusagt, auch zu leisten, dann ist das schwierig. Ja? Weil ich kann mich jetzt auch hinstellen und kann sagen, okay, ich gebe euch 2 Millionen und wir ziehen das Ding durch und ich zahle halt. Und dann sage ich, aber ich habe gar keine 2 Millionen. Deswegen, ich habe leider keinen Einblick ins Lizenzierungsverfahren, aber wenn ich Uerdingen sehe letztes Jahr und dieses Jahr Türkische München, dann wirklich von heute auf morgen im Prinzip Stecker gezogen werden kann, stellt sich schon die Frage, ob das alles so wasserdicht ist. Also ich meine, man könnte ja zum Beispiel mit fixen Bürgschaften arbeiten oder mit Privathaftungen. Also es ist ja eigentlich relativ einfach, ja, wenn ich mich als Gesellschafter oder als Bank oder als Sponsor hinstelle und sage, ich gebe jetzt 2 Millionen, dann muss ich diese Summe auch irgendwie hinterlegen oder sichern. Ja, und dann, ja, also für uns wird es wahrscheinlich so aussehen, dass wir keinerlei Durchhaftungsmöglichkeiten haben, um an unser Geld zu kommen. Da sind wir wieder bei dem, was wir gehört haben. Mir ist das auch einfach, glaube ich, jetzt in der Wahrnehmung zu viel Wischiwaschi. Es muss viel mehr konkretisiert werden. Also man kann über Geld reden, aber man muss das Geld, glaube ich, in Zukunft sehen. Das muss irgendwo geparkt werden und dann muss man wissen, wenn es gebraucht wird, dann holen wir uns daher. Also das muss ja auch irgendwie die Lösung sein, wie auch immer das geregelt wird. Was mir sehr, sehr recht wäre, wäre, wenn dieses Datum auch der Nachlizenzierung im Winter ein bisschen vorgezogen wird, weil auch bei uns war es jetzt dieses Extrembeispiel, am 24. Januar muss man es nachweisen, dass man die Restsaison finanzieren kann. Wenn man es nicht tut, dann hat man halt doch nochmal 7 Tage Zeit und dann ist der 31.01. und die Spieler können nicht mehr weg und stehen jetzt im Prinzip wie wir jetzt alle vor einem Berufsverbot, von einem 3-monatigen. Also ich kann jetzt nicht wie ein normaler Mensch, der jetzt halt arbeitslos ist, morgen dann irgendwo hingehen und sagen, ja, ich möchte mich bewerben, sondern ich bin 3 Monate arbeitslos. Und da ist eigentlich auch der DFB in der Sorgfaltspflicht für die Spieler, dass man da zumindest irgendwie einen Sonderfall schafft. Und wenn ich nur daran denke, dass wir Spieler hatten, die auch noch wechseln hätten können, aber niemanden im Verein mehr erreicht haben, das tut halt dann schon brutal weh, wenn die Jungs dann jetzt aufs Arbeitsamt müssen. Und hast du den Gang schon gemacht aufs Arbeitsamt? Ich habe schon telefonisch alles gemacht und warte jetzt eben auf die Freistellung bzw. die Kündigung. Und mit dieser Kündigung muss ich dann nochmal persönlich vor Ort erscheinen und dann läuft es. Das ist natürlich bitter. Ist dann auch richtig, wenn ich das gerade verstanden habe, ihr habt allesamt das Januar, Februar, März-Gehalt auch alle nicht bekommen? Genau, richtig. Das lief im Zuge des Insolvenzgeldes. Das mit der Beitragsbemessungsgrenze zusammenhängt. Das waren jetzt 3 Monate quasi unser Geld und ab jetzt, ab 1.4. gibt es eben Arbeitslosengeld. Genau, also ihr habt einen Teil eures Gehalts quasi bekommen vom Arbeitsamt, ne? Ja, genau. Also das Arbeitsamt hat bis zur Beitragsbemessungsgrenze die Kosten übernommen und alles, was drüber war, ist halt weg. Da gibt es ja dann auch wieder solche Gehälter und solche Gehälter. Das erinnert mich dann auch wieder an den KFC Uerdingen. Habt ihr in der Mannschaft, auch wie damals zu hören war, eine Kasse aufgemacht, wo vielleicht die Spieler, die mehr verdienen, ein bisschen was einzahlen, damit die vielleicht am Ende nur mit 1.200 Euro brutto da unterwegs sind, vielleicht da ein bisschen ein Taschengeld bekommen? Oder wie habt ihr das geregelt? Wir hatten darüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall machen wollen und da waren auch alle bereit dazu. Nur war es so, dass der Insolvenzverwalter uns da sehr gut aufgeklärt hat und alle, die unter der Beitragsbemessungsgrenze lagen, die haben ihr ganz normales Gehalt bekommen für diese 3 Monate. Allerdings jetzt mit dem Arbeitslosengeld, man muss auch sagen, wir sind jetzt auseinandergegangen, vielleicht treffen wir uns nochmal zusammen, um irgendwie dann den Abschluss herbeizuführen, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich will einfach nur weg und ich fahre nach Hause zur Familie und ciao auf Nimmerwiedersehen. Das
kann ich auch vollkommen verstehen. Ja, also wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der auf jeden Fall die nächsten 3 Monate vielleicht ein bisschen Probleme hat. Wo wir gerade bei dieser Gehaltsthematik waren, vielleicht eine klar etwas überambitionierte Frage, aber ich stelle sie einfach mal, inwiefern hast du dich denn vielleicht auch, weil wir können ja nur mit dir ganz persönlich sprechen, von einem sehr hohen Grundgehalt ein bisschen romantisieren lassen, um das ganze Konstrukt vielleicht und vielleicht das ein oder andere, was da schief oder hätte schief laufen können, dass du gesagt hast, okay, die Summe ist so schön, da gucke ich jetzt mal drüber weg. Also von wie viel mehr reden wir denn vielleicht als das, was man so im Durchschnitt in Liga 3 verdient? Also was mich ganz persönlich angeht, habe ich ja relativ früh meinen Vertrag verlängert und habe auch damals, ist ja kein Geheimnis, um ehrlich zu sein, als ich von Uerdingen zu Türkgücü gewechselt bin, damals war es ein Friss-oder-Stirb-Angebot unterschrieben, weil ich unbedingt nochmal dritte Liga spielen wollte und alle anderen Vereine in der Planungssicherheit nicht so weit waren. Und ich wollte da nicht zocken. Und da war ich, was Torhüter technisch angeht, einfach im Durchschnitt der Liga. Und als ich verlängert habe, als erster Spieler bei Türkgücü, eigentlich auch Wahnsinn, der erste Spieler, glaube ich, der bei Türkgücü verlängert hat, auch sehr interessant, war das noch nicht so exorbitant. Es war zwar ein gutes Gehalt, ich würde jetzt einfach mal schätzen, Top 3 der Torhüter der Liga. Aber sicher nicht so, dass andere Vereine das nicht auch bezahlen für Spieler, was meinen persönlichen Fall angeht. Aber als dann natürlich unsere Neuverpflichtungen kamen, hat sich das dann natürlich schon nochmal deutlichst nach oben bewegt. Das ist kein Geheimnis, das weiß auch jeder. Da muss ich nicht über Zahlen sprechen. Aber wenn ich Spieler aus der Bundesliga hole oder der zweiten Liga, die kommen halt nicht für ein durchschnittliches Drittligagehalt. Also Und da frage ich mich, Klichy, du vielleicht auch, also wenn ich dann in der Mannschaft wäre, das wäre doch dann, und du hast es ja schon mal erlebt, das wäre doch dann der Moment, wo ich zum Geschäftsführer gehe und sage, mein lieber Freund, hier kann doch etwas nicht richtig laufen. Also ich habe das Ganze ja schon erlebt, ich will hier gerne was erreichen und so, aber so doch nicht. Ist man dann da einfach zurückhaltend? Hast du das gemacht? Gab es vielleicht sowas? Oder lässt man die einfach machen? Problem ist diese Kompetenzüberschreitung. Also ich bin ein Freund von sehr, sehr klaren Kompetenzen und natürlich kann ich das innerhalb der Mannschaft versuchen zu regeln, aber wenn ich im Vorhinein an der Saison, wir wollten ja alle Erfolg haben und wir sind ja auch mit dem Toto-Pokalsieg nach 1,5 Wochen mit einer komplett neuen Mannschaft eigentlich auch ganz gut reingestartet. Und es war jetzt nicht so, dass ich sagte, als irgendein ganz schlechter Charakter in der Mannschaft, der irgendwas auseinanderreißt. Aber natürlich weiß ich aus Uerdingen, dass es immer der Fall sein wird, wenn ich Gehaltsgefüge auseinanderreiße, dass ich in dem Moment, in dem diese Spieler dann eben nicht mehr performen, Probleme haben werde in der Mannschaft. Aber ich bin halt Torhüter und nicht der Geschäftsführer. Ich kann mir meine Gedanken machen. Wenn mich jemand dazu fragt, dann kann ich, oder wie ihr das jetzt macht, dann kann ich meine Meinung dazu sagen. Aber ansonsten steht es mir auch da nicht zu, hinzugehen und zu sagen, ja, was sollen die Scheiße, ich verlängere hier und 2 Monate später kommt einer, der verdient das Doppelte. Was macht das für einen Sinn? Ja, das ist dann nicht mein Aufgabenbereich, auch wenn ich mir da natürlich Gedanken drüber mache. Und das kann funktionieren, ja, wenn der Erfolg da ist, aber bei Rückschlägen wird dich das immer wieder einholen. Ich habe es in Uerdingen gesehen, ich habe es jetzt hier gesehen. Und diese ganze High-and-Fire-Mentalität war halt nicht erfolgsbringend. Ja. Und ist es auch nicht. Wie gesagt, es kann mal funktionieren für ein Jahr, aber nachhaltig ist es nicht. Rainer Vollert, ich muss sagen, das ist glasklar, was da von dir rüberkommt. Vielen, vielen Dank, dass du dich heute hier gestellt hast. Und umso schöner, dass du zumindest ein bisschen trainieren kannst bei Unterhaching. Ich glaube, du hast jetzt gleich auch noch Training. Dementsprechend wollen wir dich entlassen. Danke fürs Dabeisein und wir sind sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Ja, ich auch. Dankeschön. Wir hoffen natürlich, dass du irgendwann wieder in Liga 3 im Kasten stehst, ne? Und dann bei einem Verein, der dann zumindest die Saison zu Ende spielt. Wunsch, ja. Wäre sehr schön, ja. Alles Gute, Dankeschön. Bis dahin. Danke. Ciao. So, jetzt durften wir das Ganze schon durch 2 Brillen sehen. Heute alles zu dem Türkgücü aus, mit Andreas Rettich gesprochen, mit René Vollert gesprochen, aber das ist noch längst nicht alles. Das ist noch längst nicht alles. Wir besprechen das jetzt gleich mit einem Protagonisten. Ja, wir haben gerade schon mal angesprochen, diese -6 Punkte in Saarbrücken, die man sich auf dem Fußballfeld ganz fair durch einen Sieg erarbeitet hat, die sind einfach mal so verpufft. Und das ist natürlich ein krasser Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Und ich bin mir sicher, dass Uwe Koschinat noch heute eine ganz dicke Halsschlagader hat. Ja, wir können ja mal zusammen drauf gucken auf die Tabelle.
Und da sehen wir schon, was passiert ist für den ersten FC Saarbrücken. Aus eben 55 Punkten wurden nur noch 49. Platz 4, das klingt gut, das sieht auch gut aus, aber es war vorher natürlich besser, wenn man die 6 Punkte, die sich dieser Verein einfach erarbeitet hat, noch dazu rechnen würde. Also ich kann mir vorstellen, in Saarbrücken schaut man auf diese Tabelle und hat so einen dicken Hals. Ja, also ich hätte ihn auf jeden Fall, wenn ich FCS-Fan oder Verantwortlicher wäre. Ja, dann geben wir diese Frage doch einfach direkt weiter. Wir begrüßen jetzt unseren nächsten Gast, Uwe Koschinat, Trainer vom ersten FC Saarbrücken. Und Herr Koschinat, erstmal schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Die Taktik fürs nächste Spiel steht schon hinten. Hallo. Taktiktafel ist gerichtet, ne? Ja, alles, was ein Trainer braucht. Ne? Eine funktionierende Kaffeemaschine, eine Taktiktafel, ein paar nette Bilder, das muss reichen. Apropos, bevor ich deine Frage weitergebe, Strassi, ja. Homburg steht auch noch an, ne? Da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Wichtiges Landespokalspiel gegen den großen Konkurrenten oder kleinen, wie auch immer. Auf jeden Fall regional. Absolut. Morgen 18 Uhr ist Anstoß. Wichtiges Spiel für uns. Natürlich wollen wir in den DFB-Pokal einziehen. Natürlich wollen wir den Saarland-Pokal gewinnen. Und mit Sicherheit ist das eine dieser hohen Hürden hier im Saarland. Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Aber ich finde, wir kommen aus einer ganz guten Phase. Wir haben mit Sicherheit ein gutes Selbstbewusstsein. Wird ein tolles Spiel morgen Abend. Ja gut, das musste ich jetzt kurz als Sportjournalist. Ja, du bist Fußball-Fan. Da musste ich kurz ran, ne? Ja, ist ja klar. Wir können ja auch nicht nur über diese schweren Themen sprechen, ja, aber wir müssen es natürlich tun. Wie oft haben Sie in den letzten Tagen auf die Drittligatabelle geschaut? Ja, eigentlich nur noch einmal, nachdem das Derby zwischen Osnabrück und Braunschweig gespielt war und dann ja auch feststand, dass es zu Veränderungen kommt aufgrund des Rückzugs von Türkgücü München. Dann schaut man sich das natürlich in der Ausgangssituation nochmal an. Es hat jetzt für mich in der unmittelbaren Vorbereitung eben nicht ganz die große Dominanz, weil morgen eben dieses Saarland-Pokalspiel ansteht und wir logischerweise uns auf dieses Spiel minutiös und gut vorbereiten wollen. Aber spätestens, wenn wir dann am Freitag nach München rollen, dann spielt diese veränderte Tabelle natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil die beiden Extreme dieser neuen Ausgangssituation aufeinandertreffen. Zum einen 60 München, denen nur ein Punkt abgezogen wird aus den beiden Spielen, und auf der anderen Seite wir, denen 6 Punkte genommen wurden. Ja, wir haben eben nochmal die Tabelle gesehen. Das ist schon, wie Sie sagen, eine ganz verrückte Gemengelage. Die einen freuen sich, dass Türkgücü abgemeldet hat, die anderen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn Sie uns mal so einen emotionalen Abriss der letzten Woche geben, wie sind Sie da durchgegangen, mit Ihrer Mannschaft auch zusammen? Also ich widerspreche Ihnen sehr, sehr ungern, aber ich habe eine Sache festgestellt, wirklich festgestellt, dass selbst die Profiteure wie jetzt 1860 München oder ja auch in Nuancen so ein Club wie Osnabrück, der definitiv zumindest auf uns mal 2 Punkte quasi gut gemacht hat am grünen Tisch, aber von keinem ist in irgendeiner Form diese Situation mit Freude kommentiert worden. Alle senken eigentlich das Haupt, weil ich glaube, jeder in dieser Liga empfindet eine große Gesamtverantwortung für das Prestige dieser Liga. Jeder hat irgendwo auch einen Gedanken an Fairness. Es hätte auch jeden anderen in dieser Situation treffen können. Und deswegen habe ich selbst von 60 München keine in unsere Richtung jetzt argwöhnigen Kommentare gehört, sondern eher das Bedauern über diese Situation. Ich glaube, da muss man schon ganz klar sagen, dass 19 Vereine die Situation wirklich sehr, sehr negativ sehen. Und der eine, der eben unverantwortlich für diese Liga, für den deutschen Fußball gehandelt hat, dass der letztendlich eine Saison nicht zu Ende spielen kann, das wird von jedem erstmal sehr, sehr negativ kommentiert. Deswegen will ich das einfach mal herausstellen, dass natürlich am Ende 60 München in Bezug auf das Samstagspiel in einer völlig neuen Ausgangssituation das Ganze aufnehmen kann. Sie können eben mit einem Sieg an uns vorbeiziehen, was in der Ursprungstabelle völlig unmöglich gewesen wäre. Das eröffnet natürlich sportlich ganz, ganz neue Perspektiven. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das schon ein sehr, sehr frühzeitiges Kalkül von irgendeiner Mannschaft war. Aber dann sprechen wir da mal ganz konkret. Wir haben ein Zitat Ihres Torhüters Daniel Batz hier. Es ist ein Tag der Schande für den deutschen Fußball und vor allem für das Lizenzierungsverfahren des DFB. Das ist natürlich eine krasse Aussage von Daniel Batz. Inwiefern gehen Sie damit? Ja, zu 100%. Also ich glaube, dass jeder, der sich sehr, sehr stark mit seinem Beruf identifiziert und dieser Sache einfach sehr, sehr viel unterordnet, dass da am Ende unter sportlichen Gesichtspunkten fair behandelt werden möchte. Und da ist die Bandbreite dessen, was Türkgücü München
verursacht hat, die ist natürlich wahnsinnig groß. Also zum einen, das kann man ja nicht wegdiskutieren, geht es einfach auch um Existenzen in diesem Sport. Und natürlich sind wir jetzt eine Mannschaft, die ja prinzipiell ein positives Ziel verfolgt, nämlich den potenziellen Aufstieg, also das Verlassen der Liga nach oben. Aber am Ende wird es möglicherweise ja auch Vereine geben, die wegen eines fehlenden Punktes in die Regionalliga müssen. Und das Schicksal, das ist brutal hart. Insofern ist es ein krasser Eingriff. Darüber hinaus sind aus meiner Sicht ganz, ganz viele Dinge, und darauf spielt Daniel mit Sicherheit auch an, ja noch gar nicht diskutiert worden. Das sind so diese sanften Faktoren, die diese Wettbewerbsverzerrung jetzt mit sich bringt. Also ich nenne ein einfaches Beispiel. Wir befinden uns aktuell immer noch im Kampf um den Aufstieg, und wir haben beispielsweise wegen des Türkgücü-Spiels mit Julian Günther Schmidt einen Spieler mit einer fünften gelben Karte im darauffolgenden Spiel gesperrt gehabt. Das wird unseren Konkurrenten Braunschweig und Kaiserslautern definitiv nicht passieren. Kaiserslautern als letztes Spiel, aber definitiv Braunschweig nicht passieren, weil sie müssen dieses Spiel, was ja komplett in die Wertung eingeflossen ist, nicht mehr spielen. Darüber hinaus haben wir gegen Türkgücü München ja nicht nur 6 Punkte geholt, sondern wir haben auch wahnsinnig viel Positives für unser Torverhältnis getan. Nochmal, unter den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen Konkurrenten. Und auch dieses Torverhältnis, was am Ende ja möglicherweise, wenn es sehr, sehr eng wird, auch einen Punkt ausmachen kann, ist bei uns brutal zusammengeschrumpft. Bei anderen hat es logischerweise positiv entwickelt. Insofern finde ich, ist es schon ein krasser Eingriff. Und da hat Daniel Batz zu 100% recht. Aber das bedeutet ja auch, Sie haben es eben gesagt, wir haben eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Das ist Fakt, das ist so, aber jetzt nicht mehr änderbar. Was muss sich denn konkret in der Zukunft ändern, damit sowas nicht mehr passiert, auch von DFB-Seite? Ja, ich bin einfach in der Wirtschaftsprüfung nicht ausreichend sattelfest, um das im Endeffekt beurteilen zu können. Fakt ist aber, dass es ja auf der einen Seite Planzahlen gibt, mit denen ein Verein in die Saison gehen wird, und die werden vom DFB abgesegnet. Und da macht es ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, wenn zumindest in der Phase der Transferperiode, in der tatsächlich noch Spielerverpflichtungen getätigt werden können, die Planzahlen in keinerlei Übereinstimmung mit der realen Tätigkeit der Vereine irgendwo harmonieren. Und da ist es ja kein Geheimnis, und ich finde, das muss man auch mal herausstellen, dass Türkgücü mit absoluten Mondzahlen in diese Saison gegangen ist. Ich weiß es von ganz, ganz vielen Kontrahenten, ich weiß es von unserem Verein selbst, dass jeder, der ein potenzielles Interesse an einem Spieler hatte, der am Ende bei Türkgücü München geschrieben hat, dass einfach die Angebote dieses Vereins wirklich in Sphären waren, wo andere Konkurrenten nicht mehr mithalten konnten. Insofern bin ich schon der Meinung, dass diese Verträge, die ja dann tatsächlich auch in die Realität umgesetzt wurden, dass die ja nicht völlig losgelöst gesehen werden dürfen von dem, was man beim DFB einreicht. Und dass der DFB dann im Nachgang sagt, wir nachsanktionieren. Das ist schön und gut, aber die Überprüfbarkeit, die muss aus meiner Sicht bei Vertragsunterschrift ja irgendwo doch stimmen. Und da muss man nur das kleine Einmaleins beherrschen, um zu wissen, dass Planzahlen und Realität bei Türkgücü München in keinem Verhältnis standen. Und mein persönlicher Verdacht ist eindeutig der, Türkgücü München hat ja einen Börsengang geplant, und ich bin fest davon überzeugt, dass diese überhöhten Personalkosten am Ende irgendwo diesen Börsengang einkalkuliert haben, dass man davon überzeugt war, irgendwann im Winter frisches, neues Kapital zu bekommen und damit eine Saison zu Ende finanzieren zu können. Ist auch die ganze Idee des Investors wahrscheinlich in sich zusammengebrochen, und Leidtragende sind die Vereine, die am Ende jetzt irgendwo mit dieser veränderten Situation leben müssen. Unter anderem Ihr Verein, den Sie trainieren, der 1. FC Saarbrücken. Jetzt frage ich mich natürlich, wie haben Sie in den letzten Tagen kommuniziert mit Ihrer Mannschaft? Hat man sich einmal zusammengesetzt und gesagt, so, das sind jetzt die Fakten, und wie schaffen wir es jetzt daraus, eine, wie ich es ja auch auf den Instagram-Kanälen zum Beispiel gesehen habe, jetzt erst recht Stimmung zu initiieren? Sind Sie da schon mit dem Weg zu Ende, oder sind Sie gerade auf dem Weg dahin, die enttäuschten Gesichter so ein bisschen zu trösten und jetzt nur nach vorne zu schauen? Wie war dieser Prozess? Ich habe eine sehr, sehr gute Reaktion, wieder angeführt von Daniel Batz und dann durchgehend durch die gesamte Mannschaft realisiert. Am Tag der Bekanntgabe des endgültigen Punktabzugs, des endgültigen Rückzugs von Türkgücü München
hat Jürgen Luginger eine Rede eben auf dem Platz gehalten, hat die gesamte Mannschaft nochmal auf einen Kenntnisstand gebracht und abgeschlossen wurde das Ganze dann durch Applaus von Batz und dann der gesamten Mannschaft im Sinne von, das haken wir ab und werden das Ziel möglichst lange, um den Aufstieg zu spielen, trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Wir werden uns jetzt nicht ein künstliches Alibi für die Zukunft schaffen, sondern wollen weiterhin das Ganze positiv angehen. Und Fakt ist auch, wir haben uns einfach eine sportlich sehr, sehr gute Ausgangsposition gebracht. Das hat vor der Saison und auch während der Saison möglicherweise nicht jeder für möglich gehalten. Die Ausgangssituation ist etwas schlechter geworden, aber immer noch unter dem Aspekt, dass wir es selbst in der Hand haben. Und so wollen wir es auch angehen. Inwiefern hatten Sie denn Hoffnung oder vielleicht auch die Mannschaft noch mal in diesem letzten Gespräch, dass vielleicht doch noch mal was möglich wäre? Man hörte ja zum Beispiel, dass Ihr Präsident einfach da bei Türkgücü mal das ein oder andere Eurönchen reinpumpt. Oder dass man vielleicht auch doch noch mal beim DFB gerichtlich irgendwie was versuchen kann. Jetzt haben wir gelesen, es gibt diesen Paragraphen, der steht fest, man kann während einer Saison nicht viel ändern. Das heißt, scheinbar ist da, was das Rechtliche angeht, nichts mehr zu machen. Aber war da noch so ein Fünkchen Hoffnung? Nein. Also bei uns zu dem ganz, ganz frühen Zeitpunkt nicht. Zum einen deswegen, weil das zwar ein deutschlandweites Diskussionsthema war, dass unser Präsident quasi im Namen des 1. FC Saarbrücken Türkgücü unterstützt, aber allein aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben sehr, sehr früh natürlich auch verstehen müssen, und deswegen glaube ich, muss man diese Situation, so wie sie ist, raus aus der Emotionalität sehen. Wir haben sehr, sehr früh verstanden, dass wir eben hier über Insolvenzrecht reden und dass am Ende eben jemand über Türkgücü München entscheidet, der sich rein an gesetzliche Vorgaben hält, der also am Ende Türkgücü München ja abwickelt wie ein ganz normales Unternehmen. Der hat ja überhaupt kein Interesse daran, mit einem Auge irgendwo auf einen fairen Wettbewerb zu schauen, sondern der wird sich an gesetzliche Vorschriften halten, der wird mit Gläubigern kommunizieren, der wird am Ende dann logischerweise eine Entscheidung auf der rechtlichen Basis treffen. Und für ihn hat ja diese wettbewerbsrechtliche Ausgangssituation, die ein massiver Eingriff in den Gesamtwettbewerb ist, hat ja überhaupt keine Folgen. Insofern war uns sehr, sehr klar, dass mit der Entscheidung des DFB Türkgücü München mit 11 Punkten für diese Saison zu sanktionieren, es aus meiner Sicht zumindest logisch keinen potenziellen Investor, Geldgeber geben wird, der quasi einer schlechten Ausgangssituation nochmal gutes Geld hinterherwirft. Hätte man möglicherweise von DFB-Seite, ich bin da juristisch nicht besonders sattelfest, weiß aber, dass es im Rahmen von Strafaussprechungen ja sehr wohl Aufteilungen gegeben hat, hätte man Türkgücü München möglicherweise in der Form bestraft, dass man in dieser Saison nur 5 oder 6 Punkte abgezogen hätte und die anderen potenziell in die nächste Saison bei Klassenerhalt irgendwo überträgt, hätte man dieses offene Fenster irgendwo diesem Verein noch gegeben, dann hätte möglicherweise auch ein Investor gesagt, unter realistischen Gesichtspunkten kann der Verein sich noch retten, sportlich, gerade nach den beiden überraschenden Erfolgen in Dortmund und gegen Magdeburg. Und dann hätte man möglicherweise dort noch was machen können. Aber ehrlicherweise muss man ja ganz klar sagen, unter sportlichen Gesichtspunkten mit 11 Punkten Abzug hast du eigentlich gar keine Chance, diese Saison sportlich noch vernünftig zu Ende zu bringen. Also wer soll dann bitte bereit sein, dann aber den Wettbewerb noch bis zum Ende zu spielen? Man wirft einfach Geld zum Fenster hinaus und deswegen ist das ein kleiner Vorwurf, den ich dem DFB mache. Aber auch dort muss ich wieder vorsichtig sein. Ich bin Fußballtrainer mit so einer kleinen kaufmännischen Grundausbildung, aber ich kenne eben die Statuten nicht genau, weiß aber sehr wohl, dass es in anderen Situationen, zumindest bei DFL-Vereinen, ja solche Sanktionen schon gegeben hat. Und es gab ja auch den Fall zum Beispiel bei Kaiserslautern, die ja während dieser Corona-Zeit auch Insolvenz angemeldet haben und einen geringeren Punkteabzug hatten. Da haben wir auch schon viel debattiert, Strassi und ich, warum man das nicht noch in die neue Saison mitverlängert hat. Da gab es zum Beispiel eben nur 3 Punkte Abzug wegen Anmeldung eines Insolvenzverfahrens. Türkgücü München hatte ja 9 plus dann nochmal 2 weitere wegen einem anderen Vergehen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich möchte aber noch ganz kurz auch über Eigenverantwortung sprechen. Sie sind ja auch jetzt schon lange
Trainer, auch in der dritten Liga, sehr erfahren. Warum erleben wir das immer wieder in den letzten Jahren mit Uerdingen, mit Kaiserslautern, jetzt mit Türkgücü München? Man kann ja nicht die ganze Schuld nur auf dem DFB abladen. Ein Verein hat ja auch eine Verantwortung. Auch da gibt es Mitarbeiter, nicht nur übrigens Profispieler, da gibt es ja auch Leute auf der Geschäftsstelle, die vielleicht auch wirklich Existenzsorgen jetzt haben, drastischer Natur. Ja, zu 100% richtig. Ich denke, man muss zwei Dinge unterscheiden. Sie haben angesprochen den 1. FC Kaiserslautern. Am Ende sind das ja im Regelfall Traditionsvereine, die auf der Refinanzierungsebene aber nicht von einer Person abhängig sind, sondern deren Einnahmen sich schon aus verschiedensten Töpfen zusammensetzen. Und natürlich ist ein Club, ein Traditionsverein, der sich eher in der zweiten oder sogar ersten Liga sieht, natürlich immer sehr, sehr stark getrieben, auf der sportlichen Seite einfach das Optimale in eine Kaderzusammenstellung zu bringen und vielleicht auch mal unter diesem Aspekt des Risikos. Und das unterscheidet sich aus meiner Sicht sehr, sehr stark von den beiden Vereinen KFC Uerdingen in der Ursprungssituation mit Ponomarev und Türkgücü München. Dort reden wir zwar die 50+1 Regel vordergründig erfüllt, aber am Ende natürlich von einer ganz, ganz krassen Abhängigkeit des gesamten Clubs von einer Person. Das zeigt sich immer sehr, sehr stark daran, dass ja beispielsweise ein Club wie der 1. FC Kaiserslautern ja trotzdem ganz, ganz viel tut, um im Sinne des deutschen Fußballs zu unterstützen. Sie unterhalten ein sehr, sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum, bilden Spieler aus, haben eine zweite Mannschaft, haben einen hervorragend funktionierenden Nachwuchsbereich, haben eine große Fanbase, die sich engagiert, haben einen ganz, ganz breiten Sponsorenpool. Also da würde ich sagen, da muss man dann im Einzelfall prüfen, ist das immer alles richtig gelaufen. Aber da ist die Grundvoraussetzung ja eine ganz andere. Bei den beiden anderen Vereinen gibt es eben diese ganz, ganz starke Abhängigkeit von einer Person. Und natürlich bedeutet diese starke Abhängigkeit immer, dass je nach Gutdünken des Menschen, der dem Verein vorsteht, du am Ende eine komplette Abhängigkeit von seiner Laune und von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen hast. Im Regelfall wahrscheinlich genau in dieser Kombination. Und das macht den Wettbewerb im Profibereich natürlich ganz, ganz schwierig. Faktisch werden wahrscheinlich 50+1 Regeln erfüllt, aber in Wirklichkeit muss man bei diesen Vereinen ja ganz klar sagen, und das zeigen diese beiden Beispiele, die Abhängigkeit von einer Person ist dort so groß, dass die Gefahr, eine Saison nicht sauber durchzufinanzieren oder einfach während des Spielbetriebs bei Nichterfüllung der sportlichen Ziele das Ganze loszulassen, die Gefahr ist natürlich immer wahnsinnig groß. Und das würde ja bei einem Club wie dem 1. FC Kaiserslautern nie passieren. Er hat ja eine ganz andere Grundmotivation. Herr Koschinat, herzlichen Dank für Ihre Zeit und jetzt ran an die Vorbereitung auf die nächsten geilen Wochen. Dankeschön. Grüße. Bis dahin. Wiedersehen. Ciao. Also, die nächste Brille, die wir heute aufgesetzt haben, im Endeffekt ein Verein, der am meisten unter dieser Entscheidung gelitten hat, dass eben Türkgücü München den Spielbetrieb eingestellt hat. Aber auch hier muss ich sagen, tolles Interview. Ja. Uwe Koschinat hat das verarbeitet. In der Tat, wie die das jetzt umsetzen, also ich bin da wirklich mal gespannt. Es gibt ja dann vielleicht so dann Rückblicke irgendwann, ne? Und dann sind so einzelne Schlüsselmomente und vielleicht hat ja dieser etwas dunkle Moment dafür gesorgt am Ende, dass über Saarbrücken nur noch die Sonne scheint. Wir hatten ja mal darüber gesprochen in unserer letzten Folge, dass wir mit einigen Leuten privat an der Bremer Brücke waren. Aber es haben auch Leute gearbeitet, wie zum Beispiel unsere Kollegin Annette Sattler. Und die hat sich auch O-Töne eingeholt vom sportlichen Leiter von Eintracht Braunschweig, von Peter Vollmann, und auch vom Verantwortlichen des VfL Osnabrück, Michael Welling. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich glaube, dass es so sein muss, dass der Betreiber dieser Liga dafür sorgen muss, wenn 20 anfangen, müssen auch 20 aufhören. Das heißt ganz klar, die Verantwortung liegt beim DFB? Nee, nicht nur, sondern wir als Club haben natürlich auch Verantwortung. Wir müssen sehen, dass unsere Zahlen stimmen. So ganz stimmig ist die ganze Geschichte nicht, muss man sagen. So, dass man hinterher feststellt, ja, da sind mehr Gehälter bezahlt worden als vielleicht vorher. Es ist tatsächlich ein fehlerhaftes Verhalten. Es ist ein unverantwortliches Wirtschaften, wenn nicht sogar vielleicht sogar betrügerisch. Da bin ich aber vorsichtig mit der Wortwahl, eben in den Vereinen. Das nächste ist aber, dass wir vielleicht mit Blick auf das Lizenzierungsverfahren überlegen müssen, welche Mechanismen können wir zusätzlich implementieren, dass so etwas nicht passiert. Wir hatten es in einem anderen Kontext schon mal gesagt, denkbar sind sicherlich auch Salary Caps,
die eben hier an gesicherten Einnahmen gebunden sind. Dafür muss aber dann die Bereitschaft eben auch der Clubs da sein, eben hier transparent zu sein. Ja, und darüber wollen wir jetzt mit jemandem sprechen, dessen täglich Brot es ist, sich um den Spielbetrieb zu kümmern, und zwar Manuel Hartmann vom DFB. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind, und Sie haben ja auch schon jetzt eben mitgehört. Was sagen Sie denn zu diesen beiden Antworten auf die Fragen, wie es eben vermieden werden kann, dass Vereine in diese Falle eben reintappen? Ja, schöne Grüße nach München. Zunächst einmal ganz klar gleiches Verständnis. Zum einen Verantwortung natürlich beim Verband als Zulassungsgeber und prüfende Instanz. Zum anderen aber eben auch die Verantwortung bei den Vereinen. Ich glaube, hier ist eher die Frage, wann hört die eine Verantwortung auf und wann fängt die andere an. Zum konkreten Vorschlag auch im Hinblick auf einen Salary Cap. Sicherlich ein interessantes Thema, was ja auch immer wieder diskutiert wird. Und auch schon wurde, auch in der dritten Liga. Wir hatten hier unter Einbeziehung der Vereine auch dieses Thema mit angesprochen, um eben zu prüfen, welche Punkte können die wirtschaftliche Stabilität der Drittligisten erhöhen. Und im Ergebnis aber sowohl unter den Vereinen als dann auch nochmal in der Taskforce wirtschaftliche Stabilität, dritte Liga letztes Jahr, in der eben auch diverse Vereinsvertreter mitgewirkt haben, klarer Konsens, dass das im Endeffekt nicht der Weg ist, den die Vereine gehen möchten, und demzufolge kein Instrument, was der DFB verhindert hat, sondern eins, was die Vereine ganz klar nicht wollten, sondern sich für andere Wege entschieden haben. Genau, und Salary Cap kann man vielleicht nochmal ganz kurz einordnen. Im Endeffekt geht es darum, dass es eine Gesamtgehaltsobergrenze gibt für den kompletten Kader. Kennt man ja auch aus Amerika, und Sie haben das eben gut erläutert. Also die Vereine wollen diese Gesamtgehaltsobergrenze für den Spieleretat nicht haben. Das heißt, das haben wir vom Tisch. Das ist vom Tisch. Sie sind Leiter oder Geschäftsführer Spielbetrieb des DFB, zuständig für die dritte Liga, und hat natürlich in den letzten Tagen und Wochen eine Menge zu tun, haben auch eine Menge Interviews gegeben. Wir haben auch schon eine Menge gelesen. Wir wollen das heute in unserer Spezialfolge alles mal ein bisschen aufdröseln. Haben ja schon mit Andreas Rettig gesprochen, mit Geschädigten, sage ich mal, wie Uwe Koschinat oder ganz klar auch René Vollert. Wie haben Sie denn jetzt im DFB die letzten Tage so ein bisschen dafür genutzt, um vielleicht auch mal Weichen zu stellen, ganz konkrete Weichen, dass so etwas, und das sagen Sie auch selber, nie wieder vorkommt? Ja, dieses Stellen der Weichen ist ja nichts, was wir jetzt von heute auf morgen machen können, und auch nicht, was jetzt erst auffällt, sondern die Schwierigkeiten, die zum Teil wirtschaftlich vorhanden sind, sind seit längerer Zeit bekannt. Demzufolge arbeiten wir auch schon seit längerer Zeit an Lösungen. Ich hatte es eben angesprochen, die Taskforce Wirtschaftliche Stabilität Dritte Liga hat letztes Jahr im Herbst umfangreiche Maßnahmen vorgestellt. Der Ausschuss Dritte Liga mit Drittliga-Vertretern besetzt, hat diese aufgegriffen und Anträge an das DFB-Präsidium gestellt, die verabschiedet wurden, sodass wir für das Zulassungsverfahren ab der Saison 23/24 zwei ganz neue Tools auch mithaben werden bzw. verschärft haben werden, einmal in Richtung Eigenkapital und einmal im Hinblick auf die Planungsqualität und das sogenannte Financial Fairplay, was jetzt eben fest im Zulassungsverfahren implementiert wird. Und demzufolge sind hier Dinge auch mit auf die Weichen gesetzt worden, wo wir ja auch sehr optimistisch sind, dass wir die für die Zukunft wirken können. Allerdings nochmal, es gilt nie, die Vereine aus der Verantwortung zu entlassen, weil selbst das beste Zulassungsverfahren selbst kann so einen Fall nur schwer verhindern, wenn nicht verantwortungsbewusst gehandelt wird. Aber das Stichwort Eigenkapital ist ja ein wunderbares Stichwort. Das war, hat uns heute total begleitet durch die komplette Sendung. Denn es geht ja darum, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Investor, wie im Falle Türkgücü, Hasan Kivran, sagt, er möchte nicht mehr zahlen, hat aber irgendwann mal vorher gesagt, er hätte eigentlich das Geld, warum wird das nicht irgendwo hinterlegt? Warum wird dieses Eigenkapital nicht irgendwo eingefroren, damit man nicht wenigstens sagen kann, okay, der Mann möchte nicht mehr, aber die Saison, die ist gesichert, weil eben das Eigenkapital für den Fortbestand des Spielbetriebs einfach schon irgendwo hinterlegt worden ist. Das Zulassungsverfahren selbst zielt ja auf Liquidität ab. Ausreichende Liquidität für die gesamte Spielzeit. Und die wird vor der Saison geprüft und wird auch entsprechend sichergestellt durch das Verfahren. Sichergestellt in Anführungszeichen. Es gibt immer Effekte, die natürlich schwer vorhersehbar sind. Ich sage jetzt mal Corona-Pandemie, Ausfall von Zuschauern, Zuschauereinnahmen und so weiter. Aber vom Grundsatz ist genau das Prinzip, was Sie gesagt haben. Nur, wenn dann entsprechende Planprämissen, die dort mit die Grundlage sind für die Zulassungserteilung, deutlich überschritten werden, und man eben intern in den Abstimmungsprozessen nicht dafür sorgt, dass zugesagte Mittel auch wirklich bereitgestellt sind, so wie es das Verfahren eben selbst macht, dann kann leider so ein Fall entstehen. Und nochmal, deshalb können wir die Vereine dort niemals aus der Verantwortung entlassen.
Sie sagen ja auch konkret, es gibt ja auch alles. Es ist alles aufgeschrieben und Sie wurden ja auch mal gefragt, ob der DFB da nicht vorher hätte eingreifen können oder sogar müssen. Da haben Sie ja dann gesagt, dass das Zulassungsverfahren da an die Grenzen kommt. Aber es geht ja jetzt in diesem konkreten Fall um einen Verein, nämlich Türkgücü. Und wir haben jetzt im Laufe unserer Sendung schon gehört, dass, vor allen Dingen Andreas Rettig hat es gesagt, wenn man rechnen kann, dann hätte man das relativ früh merken können. Hätte man dann jetzt nicht einfach eine Situation entstehen lassen können, wo man sagt, okay, da könnte was passieren, da schauen wir nochmal dezidiert drauf, hier müssen wir nochmal unser Ohr ranhalten, unseren Taschenrechner, da müssen wir nochmal etwaige Transfers uns genau anschauen, damit einfach dieser Fall nicht passiert, dass jetzt eine gesamte Liga im Prinzip in der Öffentlichkeit ja, im schlechten Licht dasteht. Also das Verfahren, vielleicht nochmal zur Erläuterung, ist ja so aufgesetzt, dass es eben diese Überprüfung vor der Saison geht. Darauf bin ich eben schon eingegangen. Und es gibt einen zweiten Prüfungszeitpunkt im Herbst, die sogenannte Nachlizenzierung. Und das ist der nächste Stand, die nächste Standortbestimmung, wo wir eben auch valide Zahlen bekommen. Und Sie müssen sehen, wir treffen Entscheidungen, die für die Vereine ja auch existenziell sind. Ja, es geht darum, Zulassung, ja oder nein, Fortbestand im Spielbetrieb, ja oder nein, Punktabzüge, ja oder nein. Und dafür brauchen Sie halt eine solide Basis. Und das ist eben eine Bilanz, die entsprechend von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern bestätigt wird. Das sind aktualisierte Planunterlagen, weil die Auswirkungen betreffen ja nicht nur einen Bereich. Wenn ich in einem Bereich erhöhte Aufwendungen habe, gleichzeitig aber im anderen Bereich erhöhte Erträge, dann gleicht sich das aus. Und diesen Gesamtüberblick brauchen wir und den bekommen wir nach dem Verfahren zweimal im Jahr. Und als wir diese zweite Überprüfung im Herbst vorgenommen haben, ist die Liquiditätslücke entsprechend aufgefallen und danach wurde konsequent gehandelt. Es wurden 2 Punkte abgezogen wegen Auflagenverstoß, es wurden 9 Punkte abgezogen aufgrund der Insolvenz. Demzufolge wurde das Verfahren, wie es momentan aufgelegt ist, konsequent durchgeführt. Dass es hier konkrete Möglichkeiten gibt, da vielleicht auch noch Verbesserungen vorzunehmen, dem verschließen wir uns nicht. Deshalb bin ich auch dankbar, wenn konkrete Vorschläge kommen. Wir werden diese bündeln, werden die im Ausschuss Dritte Liga diskutieren, ob eben der Wille ist, dort nochmal einen weiteren Schritt zu gehen. Bedeutet allerdings auch einen höheren Eingriff in die Autonomie der Vereine. Und ob das dann alle wirklich wollen, das wird sich dann zeigen. Aber nochmal, wir sind da offen für Gespräche und für konstruktive Vorschläge, wie sie hier beispielsweise von Andreas Rettig gemacht wurden. Genau, da können wir gleich auch mal reinhören. Wir haben ja vorhin mit Andreas Rettig gesprochen und er hatte auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel diesen hier. Sie haben ja quasi was Unrechtes in An- und Abführung getan, indem Sie nämlich den Etat und die Personalkosten um 2 Millionen erhöht haben, hatten aber keine Gegenfinanzierung. Und da setze ich ja jetzt meine Kritik an, dass man da zeitnäher, weil die Verträge liegen ja alle beim DFB, ja, in der Frage. Aber da haben wir noch ein stumpfes Schwert. Normalerweise, auch das ist ein konkreter Vorschlag, müsste ab 1.9. nochmals Kassensturz gemacht werden. Ja, dann ist die Transferperiode vorbei, dann müsste man sagen, pass mal auf, wie sieht es denn jetzt nochmal konkret aus, um dann unterjährig nochmal Auflagen erteilen zu können, zu sagen, ihr habt jetzt Zeit bis dann und dann, 4 Wochen, um die Lücke zu schließen. So, nur ganz kurz, da machen wir einen kurzen Schnitt, Sie können dann direkt darauf antworten. Der Andreas Rettig sagt im Endeffekt, er fordert nochmal einen Kassensturz am 1.9., weil ihm ging es auf den Senkel, dass Türkgücü München ja im Endeffekt 2 Millionen einfach über dem Etat lag, den sie eigentlich mal angegeben haben. Und diese 2 Millionen wurden ihnen zum Verhängnis. Und er sagt ganz konkret, es muss ein Kassensturz gemacht werden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auch mit dem zusammenhängt, was Sie vorhin gesagt haben, zum Herbst nach Lizenzierungsverfahren. Vielleicht können Sie darauf eingehen. Wie sieht das aus? Gibt es diesen Kassensturz ab am 1.9. oder gibt es den nicht? Also wie weit ist der DFB da drin involviert? Ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt, den Andreas Rettig hier reinbringt. Allerdings müssen wir da auch wieder differenzieren. Wenn wir hier hingehen und konzentrieren uns auf eine Position, auf eine Aufwandsposition ganz konkret, hier den Spielerkader und die entsprechenden Kosten dafür, dann dürfen wir eben nicht außer Acht lassen, dass sich seit dem Frühjahr, als wir die ursprünglichen Zahlen bekommen haben, in ganz vielen anderen Bereichen sich auch Dinge verändert haben. Ja, es können weitere Sponsorenverträge abgeschlossen sein, die Zuschauerzahlen können vielleicht deutlich besser auslaufen, als es ursprünglich geplant war. In anderen Bereichen wurden Einsparungen vorgenommen und so weiter und so fort. Das heißt, um das wirklich seriös zu prüfen und auch wirklich Konsequenzen daran zu knüpfen, und dafür braucht es eben eine seriöse Grundlage, bräuchten wir das gesamte Zahlenwerk und nicht nur das von einem einzelnen Bereich. Dieses Zahlenwerk bekommen wir zum 31.10. für die Nachlizenzierung. Wenn man das zum 1.9. machen möchte, das ist ja der Punkt, wo die Transferperiode endet, das ist ja der Ansatz von Herrn Rettig und auch soweit nachvollziehbar. Allerdings müssen die Vereine uns dann ihren Jahresabschluss 30.06. oder Zwischenabschluss 30.06. schon deutlich früher liefern. Das ist in der Regel ein operatives Thema, ob die Vereine dazu bereit sind und in der Lage sind.
muss ich zeigen. Wir nehmen das gerne auf in die entsprechenden Gespräche mit dem Ausschuss Dritte Liga und dann werden wir sehen, wo wir landen. Ich höre schon, es wird einiges aufgenommen und zu besprechen sein. Das kennt man ja aus den letzten 2, 3 Pandemiejahren, aus diesen ganzen Videokonferenzen. Das schreibt man sich auf und nimmt man mal mit. Ja, deswegen hauen wir vielleicht noch einen drauf auf den Zettel. Wir haben auch vorhin mit Uwe Koschinat sprechen können. Der hat dann zum Beispiel die Frage gestellt, Sie haben ja auch gerade von den Sanktionen gesprochen in Richtung Türkgücü. Warum hat man denn ganz hart gesagt, so die 11 Punkte, die kommen jetzt weg und zwar sofort? Denn dann hat man natürlich bei den potenziellen Geldgebern, die vielleicht Türkgücü noch über die Saison hätten retten können, ja auch im Prinzip die Tür zugemacht, weil bei Türkgücü vielleicht auch gar kein Interesse mehr bestand, die noch mit reinzuholen oder noch in andere Töpfe zu greifen, weil klar war, vielleicht schaffen wir es sportlich gar nicht. Hätte man da vielleicht irgendwie nur 3 Punkte abziehen können und dann sagen können, wenn dann der Klassenhalt erledigt wurde, dann nimmt man die in der nächsten Saison wieder mit. Gab es da irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche Möglichkeiten, die man da in Betracht gezogen hat? Wir haben die aktuell bestehenden Bestimmungen umgesetzt. Und die sehen bei einem Insolvenzantrag durch einen Teilnehmer der dritten Liga den Abzug von 9 Punkten vor. Das ist einfach eine aktuell bestehende Regelung, an die müssen die Vereine sich halten, an die muss sich der DFB dann eben aber auch genauso halten. In der Vergangenheit gab es den direkten Zulassungsentzug. Das heißt, man entstand bei entsprechender Insolvenzantragstellung direkt als Absteiger fest. Das ist ein Stück weit von den Insolvenzverwaltern in Frage gestellt worden im Hinblick auf Insolvenzrecht, was ja eigentlich die Fortführung des Unternehmens vorsieht, was bei einer Zulassungsentzugssituation natürlich noch deutlich erschwert ist. Demzufolge wurden hier die Richtlinien angepasst. Das ist allen Teilnehmern vor der Saison bekannt. Wenn irgendein Vertreter der Auffassung ist, dass es zu einer Änderung kommen muss, dann hätte das gerne eingebracht werden können, dann wäre es diskutiert worden. Wir glauben weiterhin, dass eine harte Sanktion in dem Fall der richtige Weg ist, weil eben im Endeffekt wir eine Situation dann erreicht haben, die vorher gar nicht zur Zulassungserteilung hätte geführt werden dürfen und demzufolge dann auch entweder der Zulassungsentzug, insofern der eben nach den Gesetzgebungen nicht möglich ist, dann eben zumindest mit 9 Punkten eine harte Sanktion. Aber das ist immer eine Frage, die man so oder so diskutieren kann. Wir müssen aber die bestehenden Regelungen entsprechend anwenden. Das habe ich auch verstanden und das verstehe ich auch. Es gibt Gesetze und die muss man natürlich auch einhalten. Aber das ist jetzt einfach mal meine eigene Meinung. Hätte man nicht einfach versuchen müssen, alles in die Waagschale zu werfen, damit man es irgendwie schafft, dass Türkgücü und damit diese Saison einfach ganz normal zu Ende gespielt werden kann. Saarbrücken -6 Punkte, Hallesche FC hat auch Punkte. Also man greift ja ein in Auf- und Abstieg. Man hätte vielleicht einfach mal sagen können, klar, es gibt diese klaren Strukturen, aber vielleicht haben wir jetzt in einem gemeinsamen Gespräch die Möglichkeit, eine Lösung zu finden, damit zumindest bis zum Ende der Saison dieser Spielbetrieb aufrechterhalten wird. Oder denke ich da einfach zu romantisch? Also zum einen gibt es bei uns keinerlei Hinweise, dass durch eine andere Situation weniger Punkte bedeutet hätten, der Spielbetrieb fortgeführt hätte werden können. Also der Insolvenzverwalter hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, wenn wir keine Punkte abziehen, wenn wir 9 Punkte abziehen, 3 Punkte, 6 Punkte, dann ändert sich die Situation. Das ist mal erstmal die Faktenlage. Und ansonsten müssen wir halt immer bedenken, dass wir auch andere Teilnehmer schädigen, die eben Vertrauen haben in das System, was vor der Saison festgelegt wurde. Und es gibt eben auch einen Abstiegskampf, in dem Türkgücü München gesteckt hat. Und wenn wir jetzt hier auf einmal gesagt hätten, man zieht beliebige Punkte weniger ab, hätte das eben auch eine Verzerrung im Abstiegskampf bedeutet und eine andere Betroffenheit. Der 1. FC Saarbrücken denkt natürlich im Hinblick auf den Aufstiegskampf, andere denken im Hinblick auf den Abstiegskampf und demzufolge gilt es, die vor der Saison getroffenen Vereinbarungen auch einzuhalten. Das verstehen wir voll und ganz. Trotzdem gibt es ja Dinge, die man in der Zukunft auch verändern kann. Da habe ich auch noch 2 Punkte, die ich gerne anführen würde. Und zwar eine Geschichte war Ende Januar, hätte ja auch Türkgücü München sich wieder melden müssen. Ich weiß nicht, ob das ein sogenanntes Nachlizenzierungsverfahren ist, aber sie haben da eine Frist verstreichen lassen. Und das haben sie ganz bewusst gemacht, indem sie dann die Spieler nicht mehr haben wechseln lassen. Ende Januar, Sie wissen auch, was ich anspielen will. Und die Spieler mussten dann bleiben, weil es ja irgendwie hieß, es geht weiter bei Türkgücü München. Kann man diese Frist im Januar wenigstens ein bisschen vorziehen, dass man dann merkt, okay, bei dieser Mannschaft geht es scheinbar nicht mehr weiter, um zumindest die Spieler zu schützen, damit sie noch wegwechseln können? Also der Startpunkt ist ja eben diese Überprüfung im Herbst. Da ist eben der limitierende Faktor erstmal, wann können die Clubs überhaupt ihre Zahlen entsprechend liefern, um eben auch valide Daten entsprechend geprüft einreichen zu können. Und danach schließt sich eben ein Verfahren an.
und dass eine Liquiditätslücke im Herbst auftritt, ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Die meisten Vereine bekommen die Zulassung vor der Saison jetzt nicht mit einem riesigen Liquiditätspuffer, sondern das ist meistens eben recht eng auch gestrickt und durch Veränderungen in den Zahlen kann das hier schon mal vorkommen. Und dann sind die Clubs eben auch froh, ausreichend Zeit zu haben, um diese Liquiditätslücke mit ihren Partnern zu schließen. Und demzufolge diese Frist gesetzt, aber auch hierüber kann man diskutieren, ob das gegebenenfalls dann der Wunsch ist, das weiter nach vorne zu verlegen. Da sind wir sicherlich gesprächsbereit. Was ich mich auch gefragt habe, ist in diesem Lizenzierungsverfahren, und korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, die DFL hat ja in dieser Saison und ich glaube noch in der nächsten Saison im Lizenzierungsverfahren die Corona-Pandemie berücksichtigt. Der DFB hat das aber nicht gemacht, weil gesagt wurde, so, wir haben jetzt anderthalb Jahre Pandemie, die wissen schon, was da auf die zukommt. Hätte man nicht auch das noch anrechnen können? Und wenn man das getan hätte, hätte das vielleicht irgendwas an der Gemengelage geändert? Warum hat man sich entschlossen zu sagen, es ist zwar immer noch Corona, aber das hat für die Lizenzierung spielt das keine Rolle mehr? Ich glaube, dadurch, dass wir das Verfahren eben wieder vollumfänglich eingeführt haben, können wir eben mit gutem Gewissen sagen, wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um eben diesen Fall zu verhindern. Er ist jetzt letztendlich trotzdem eingetreten, aber das hat ja nichts mit dem Verfahren zu tun, sondern einen damit, dass ausreichende Liquidität gefehlt hat. Ja, da kann jedes Verfahren der Welt kommen oder nicht kommen. Das hängt ja an dem Finanzgebaren vor Ort entsprechend. Und wir haben uns dazu entschieden, das Verfahren wieder vollumfänglich einzuführen, weil wir eben genau wissen, in der dritten Liga haben wir eine besondere Situation und wollten eben so früh wie möglich wieder zum bewährten Verfahren zurückkommen. Und wenn Sie sehen, im Vorjahr bei KfC Uerdingen, als in Anführungszeichen nur 3 Punkte abgezogen wurden, oder beim 1. FC Kaiserslautern, wo 0 Punkte abgezogen wurden, die eben gerade beide von dieser Übergangsregelung profitiert haben, gab es die Diskussion in die andere Richtung. Von daher müssen wir da auch ehrlich sein. Ich glaube, dass es der richtige Weg war, es wieder vollumfänglich einzuführen. So hatten wir einen entsprechenden Überblick, hatten wir Sanktionsmöglichkeiten, dass es im Endeffekt trotzdem zu der Situation gekommen ist. Das ist sehr bedauerlich und nochmal gilt es für die Zukunft zu verhindern. Aber jetzt, um mal das große Bild zu zeichnen, Sie haben das eben schon gesagt, Kaiserslautern, Insolvenz, da hatten wir, glaube ich, übrigens vorhin von 3 Punkten gesprochen, Sie hatten recht, es waren 0, aber Uerdingen mit nur 3 Punkten Abzug, alles in der Corona-Zeit. Trotz allem haben wir viele Insolvenzen gehabt in den letzten Jahren. Wie können Sie uns denn die Zukunft zeichnen? Also ist es eine Zukunft in der dritten Liga mit so vielen tollen Mannschaften, wo wir auch mal sagen können, wir können uns dieser Thematik entledigen, es wird keine Insolvenzen mehr geben oder müssen wir uns sogar daran gewöhnen? Ja, eine Garantie können wir dafür nicht geben. Ich hatte es eingangs angesprochen, dass wir zum Zulassungsverfahren 23/24 zwei aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Punkte neu implementiert haben. Die werden sicherlich auch nochmal 2-3 Jahre brauchen, bis sie ihre Wirkung voll entfalten, weil Themen wie Eigenkapital müssen sich auch über eine Strecke aufbauen. Wenn wir dort von heute auf morgen die Messlatte ganz nach oben gelegt hätten, hätten wir vielleicht Ausfälle gehabt, die das eben nicht von heute auf morgen erfüllen können. Deshalb aus meiner Sicht eine zielgerichtete Einführung mit Vorlauf, dass die Vereine sich darauf vorbereiten können. Aber dann schon die Hoffnung, dass wir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren in eine Situation kommen, dass wir dort diese Zahl nach Möglichkeit auf ein Null bekommen werden. Es gibt ja, das habe ich gelesen, eine Taskforce in Liga 3, die sich, glaube ich, vor allen Dingen auch um das Wirtschaftliche kümmert. Inwiefern kann man das denn vielleicht für die Zukunft noch mal ausbauen? Man hört ja wunderbare Vorschläge aus vielen Richtungen der Vereine. Vielleicht kann man das ja mal auch, ohne dass da ein Mikrofon dazwischen hängt, irgendwie austauschen da in Frankfurt. Man trifft sich, es gibt eine turnusmäßige Sitzung mit den Verantwortlichen, mit dem DFB, sodass in Zukunft gewisse Dinge einfach vermieden werden und dass man nicht immer irgendwann dazu kommt zu sagen, die sind schuld, sondern man hat eine gemeinschaftliche Lösung, damit solche Dinge wie jetzt, die wir besprechen müssen, einfach nicht mehr passieren. Also die statutarischen Rahmenbedingungen wurden in der Vergangenheit gemeinschaftlich schon ausgearbeitet und auch verabschiedet. Die Taskforce hat ihre Arbeit letzten Herbst soweit erstmal abgeschlossen. Dinge sind auf den Weg gebracht, sie müssen jetzt auch wirken. Ich denke, da sollten wir uns jetzt die Zeit nehmen und abwarten, ob diese Wirkung ausreicht. Nichtsdestotrotz, aus solchen Einzelfällen kann man natürlich immer etwas lernen. Und ich glaube, diese Anregungen, die gegeben wurden, nochmals werden im Ausschuss Dritte Liga, der ja auch mit Vereinsvertretern besetzt ist, entsprechend diskutiert und dann eben geschaut, ob man Dinge weiter optimieren kann. Nochmal unsere Statuten leben, die entwickeln sich weiter. Und wenn es Ansätze gibt zur Optimierung, dann sind wir dafür ganz bestimmt offen, um das auch anzugehen. Und sorry. Ja.
Bitte. Abschließend können wir noch mal ganz kurz auf den Komplex gucken, wie zufrieden Sie auch mit dem ganzen Lizenzierungsverfahren sind. Sie, würden Sie sagen, wir hatten jetzt diese drei Insolvenzen angesprochen, der DFB tut alles, damit es nicht passiert, oder sagen Sie vielleicht auch ein bisschen eigenkritisch, hey, wir müssen einfach viele Sachen noch ausbessern, verbessern, damit wir eben das Lizenzierungsverfahren auf ein Level hieven, um das noch ein bisschen sicherer zu machen für diese Liga? Also wir begleiten die dritte Liga seit Einführung 2008, 2009 und kennen natürlich die wirtschaftliche Situation. Demzufolge haben wir eigene Verbesserungsvorschläge auch immer wieder eingebracht, auch mit den Vereinen diskutiert. Sie wurden auch über mehrere Jahre von den Vereinen abgelehnt, weil eben der Wunsch war, sich nicht noch stärker reglementieren zu lassen. Jetzt ist es gelungen, mit der Taskforce und auch unter Einbeziehung der Clubs, auch unter vielleicht einem nochmal gestiegenen Druck, weitere Dinge aufs Gleis zu setzen, dass wir ab der Saison 23/24 nochmal eine deutliche Verschärfung reinbekommen. Das ist absolut in unserem Sinne. Von daher gibt es sicherlich auch Dinge, die man noch weiterentwickeln kann, aber es hat alles seine Grenzen. Nochmal, es kann auch nicht im Endeffekt im Sinne aller Beteiligten sein, dass der DFB die Finanzführung für die Vereine übernimmt. Da gibt es dann eben schon auch eine eigene Verantwortung, eine eigene Vereinsautonomie, und da muss man dann schon auch eine gute Grenze finden und eine Ausgewogenheit. Nochmal, die dritte Liga ist nicht ganz einfach in der wirtschaftlichen Situation, insbesondere wenn man aus der zweiten Liga herunterkommt. Ich glaube, für einen Aufsteiger, wie es auch Türkgücü München gewesen ist, bietet die dritte Liga sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, wenn man sich eben an gewisse Spielregeln hält. Und die sind hier leider sehr vehement außer Acht gelassen worden. Steht ja auch gut hinter Ihnen. Gekuschelt wird woanders. Ich glaube, ich habe alles. Ich habe alles erfahren. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, aber ich habe das gute Gefühl, dass wir das irgendwie so aufdröseln konnten, dass zumindest auch ich es verstehe. Und ich bin ja ein Jedermann. So ist es. Vielen Dank, Manuel Hartmann, für Ihre Zeit. Und noch gute Nerven für die nächsten Wochen und Monaten. Wir hoffen, dass die dritte Liga in der nächsten Saison von solchen Dingen verschont bleibt. Danke und Grüße nach München. Ja. Puh. Das war jetzt mal ein Programm, ne? Ja. Also sonst sitzen wir hier, spielen lustige Clips ab und sowas, erfreuen uns an den Dingen, die da passiert sind an den vergangenen Wochenenden. Tore, Emotionen, aber das war heute mal so eine harte Kost, ein Stück weit. Absolut, aber wir hoffen, dass ihr zu Hause auch unseren Sinn dahinter verstanden habt. Wir haben versucht, einen Konsens mal zu finden. Deswegen haben wir das durch viele Brillen uns angeschaut, ob das jetzt Managerebene war, Spielerebene, betroffene Ebene oder auch Leute, die davon jetzt ja auch negative Folgen erlebt haben, wie zum Beispiel der erste FC Saarbrücken oder eben auch Manuel Hartmann, der mit dem DFB da versucht, immer mehr Qualität reinzubringen. Ich sage mal, wir machen einen Doppelpunkt, Strassi. Ja. Und atmen mal durch. Wir atmen durch und freuen uns dann auf den kommenden Spieltag mit wunderbaren Partien und dann hoffentlich auf ein nächstes dritte Liga-Top-Thema mit dann wieder auch so Szenen wie. Oh, das tut richtig weh. Man darf das Lachen, das Lächeln darf man nicht verlieren. So ist es. Lass uns mal zusammen noch auf den Spielplan gucken. Länderspielpause ist vorbei und wir sind auf der Zielgeraden in Liga 3. Ja, Meppen gegen Wien Wiesbaden. Das B-Win-Top-Spiel direkt am Freitag 18.30 Uhr live und exklusiv bei Magenta Sport. Da darf ich sogar kommentieren. Das Wahnsinn. Ist überragend, toll. Am Samstag dann bin ich in der Konferenz zum Beispiel mit Markus Schwabel. Da haben wir wieder 6 Spiele live und auch Sonntag und Montag wird gespielt. Leider sehen wir auch einmal abgesagt. Das ist die Klammer des heutigen Tages. Türkgücü München gegen Würzburger Kickers wird nicht stattfinden. Die Gründe, wer die bis jetzt nicht verstanden hat, der hat wahrscheinlich die letzten 3,5 Stunden nicht geschaut. Genau, Dankeschön für 18 Stunden, die ihr zugeschaut habt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Alexander Klich. Ich bin am Ende dieser Sendung schlauer, als ich es vorher gewesen bin. Und das ist doch, glaube ich, ein gutes Resümee. So ist es. Ich hoffe, dir geht's auch so. Absolut. Bis die Tage. Macht's gut. Wir sehen uns. Habe die Ehre.